Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gartenfreunde, Nachbarn und Gäste. Mein Name ist Alban Becker, ich bin erster Vorsitzender der Kolonie Oeynhausen und begrüße Sie herzlich zu dieser Podiumsdiskussion unter dem Motto Schmargendorf braucht Oeynhausen. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Gästen auf dem Podium, die sich so viel Zeit nehmen für die kleinen Gärtner. Vielen Dank. Aber auch bei Ihnen eigentlich. Bei Ihnen natürlich auch allen fürs Kommen. Vielen Dank. Die Bürgerinitiative Schmargendorf braucht Oeynhausen, die heute Gastgeberin ist, hat zusammen mit uns kleinen Gärtnern und der Unterstützung von mehr als 3500 Bürgerinnen und Bürgern per Einwohnerantrag den WVV-Beschluss herbeigeführt, der den Beschluss einer Wohnbebauung sowie einer Erschließung des Koloniegeländes gekippt hat. Erst nach Abschluss des Bürgerbegehrens und dem erfolgten Bürgerentscheid Rettung der Kleingartenkolonie Oeynhausen soll über die städtebauliche Entwicklung dieses Gebietes entschieden werden. Das ist der erklärte Wille der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf. Es freut mich, dass wir gerade heute mit der Durchführung des Bürgerbegehrens beginnen und hier nun auch die ersten Unterschriften sammeln können. Alle, die uns beim Sammeln der Unterschriften unterstützen wollen, können sich in Listen eintragen. Der gemeinsame Kampf der Anwohner und Kleingärtner zeigt, dass wir Bürger nicht einfach alles hinnehmen müssen, was die Politik uns abverlangt. Als Vertrauensperson des Bürgerbegehrens hatte ich durch das Verwaltungsgericht Berlin Akteneinsicht in Unterlagen, die wir bisher nicht einsehen durften. Ich weiß daher, dass die Stadtentwicklungsabteilung ihre Vorlagen an das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung zum Beschluss eines Bebauungsplans mit Grünflächenausweisung, der Plan Römisch 9, 205a, bereits im Mai vergangenen Jahres fertiggestellt hatte. Das Gelände nicht baureif ist, da das Gelände nicht baureif ist, Entschuldigung, wurde dabei ein Entschädigungsrisiko verneint und allen und allein ein Wertausgleich von 900.000 Euro für den Fall benannt, dass das Grundstück vom Eigentümer zu übernehmen sein sollte, so wurde es auch uns Kleingärtnern kommuniziert. Die tatsächliche Situation hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Allerdings kann das Bezirksamt seine Rechtsposition durch ungeschicktes Agieren und weiteres Abwarten gefährden und so dem Investor unter Umständen in die Hände spielen. Eine solche Entwicklung muss vermieden werden. Der Landesverband der Gartenfreunde Berlin hat in seiner Stellungnahme an die Politik und die Presse wissen lassen, dass er Oeynhausen und nicht nur die Kolonie Oeynhausen bei eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzungen bis zur letzten Instanz unterstützen wird. Für diese Unterstützung bedanken wir uns. Für diese Unterstützung bedanken wir uns bei dem Präsidenten des Landesverbandes Günter Landgraf, den ich hiermit ebenso herzlich begrüße, wie den ersten Vorsitzenden des Bezirksverbandes, Peter Biastok, den sehe ich gerade nicht, aber ja, da ist er. Herzlich willkommen hier. Mir leid, dass das mit der Technik so ein bisschen problematisch ist. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich wünsche mir und uns allen hier eine faire und lebhafte Diskussion und möchte alle Anwesenden ausdrücklich bitten, dass sie allen Personen auf dem Podium gleichermaßen Respekt zollen und sie nicht in ihren Reden durch Missfallensäußerungen unterbrechen. Ich bitte um einen fairen Umgang mit allen Gästen im Saal. Bevor ich jetzt an den Moderator des heutigen Abends, Gerd Scheren, übergebe, möchte ich Sie bitten, in die rumgehenden BI-Büchsen Spenden zu stecken, denn die BI braucht jeden Euro, um uns Kleingärtner zu unterstützen. Für diese Unterstützung im Voraus schon mal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend. Vielen Dank.
Jetzt aber, ne? Ja, herzlichen Dank, Herr Eckel. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen die Gäste auf dem Podium vorstellen, und zwar aus Saalsicht gesehen von links nach rechts. Ganz außen sitzen würde Frau Zieschinger, die kommt leider etwas später. Sie ist von der Partei Die Linke und Bezirksverordnete und Direktkandidatin für den Bundesrat. Nebenan sitzt Frau Nadja Ruani. Sie kommt vom Kreisvorstand der Bündnis 90 Die Grüne und ist ebenfalls Bezirksverordnete. An ihrer Seite sitzt Frau Klose. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der DVV-Fraktion der CDU. Und zu meiner Rechten sitzt Herr Marc Schulte, der amtierende Baustadtrat im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von der SPD. Zu meiner Linken sitzt von der Bürgerinitiative Herr Dr. Vornemann. Neben ihm Herr Klaus-Dieter Gröder von der CDU, Bezirksstadtrat und Direktkandidat für den Bundestag seiner Partei. Daneben Frau Lisa Paus, Mitglied des Bundestags und Direktkandidatin. Neben ihr Frau Schmidt-Schmelz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und baupolitische Sprecherin der SPD-Fraktion in der BVV. Und ganz außen, Herr Siegfried Schlosser für die Piratenpartei, er ist Bezirksverordneter und Direktkandidat. Ja, wir haben uns den Ablauf im Roten Sinne vorgestellt, wir müssen sehen, wie weit wir das nachher wirklich realisieren können. Dass wir eine Eingangsrunde machen, wo ich jeden. Mikro ein bisschen Abstand halten. Ja, dann hört man mich noch? Ja, wunderbar. Eine Eingangsrunde machen, wo ich jedem der Teilnehmer hier auf dem Podium eine Frage stelle. Wir begrenzen die Redezeit auf 3 Minuten, damit alle rankommen. Und um das sichtbar zu machen, werden wir wenn nur 30 Sekunden übrig ist, ein rotes Kärtchen holen. Martina, machst du mal genau ein bisschen zu dieser Orientation, wissen die Leute, dass noch 30 Sekunden Redezeit haben. Für die Fußballanhänger, die heute das Spiel nicht sehen, sondern hierher kommt und wenigstens eine kleine Reminiszenz. Außer den Einzelvertretern, das wären Frau Zieschinger, Herr Schlosser und Herr Vonnemann, die haben 4 Minuten Redezeit, damit sie auch ihre Darstellung ausführlich zur Sprache bringen können. Ja, die Kleinen, was ist denn? Warum ist man denn in Westen? Weil wir die Parteien eingeladen haben. Ja, die Kleingärten sind in der Berliner Politik ja ein Dauerthema und Parteivertreter jedweder Couleur werden nicht müde, um zu versichern, dass sie die natürlich erhalten wollen, weil sie ja so wertvoll sind. Zumindest dann, wenn Kommunalwahlen anstehen. Wenn diese Wahlen erst vorbei sind, hört man auch andere Töne, wie zum Beispiel von dem Stadtentwicklungssenator Michael Müller, der gegenüber dpa sinngemäß gesagt hat, wir müssen halt auch mal eine innerstädtische Grünfläche oder Kleingartenkolonie für Wohnungsneubau opfern. Ja, Schulte, dann die erste Frage an Sie. Warum wollen Sie denn unbedingt den Worten Ihres Parteifreundes Taten folgen lassen und die Kleingartenkolonie im Haus opfern? Das will ich ja nicht. Denn die BVV hat auch einen Beschluss gefasst, Kleingärten sichern. Das Bezirksamt wird aufgefordert, sich im Rahmen der Erarbeitung des Kleingartenentwicklungsplans für den Erhalt der Kleingartenanlagen im Bezirk einzusetzen und die vermöglichen und notwendigen bau- und planungsrechtlichen Maßnahmen zu veranlassen. Dieser Beschluss ist einstimmig gefasst worden. Und das zeigt auch, dass tatsächlich der Bezirk sich für den Erhalt der Kleingartenflächen einsetzt und dies auch tut. Dass jetzt der Landesverband, und Herr Decker hat es ja am Anfang vorne erläutert, sich die Kolonie Bönhausen als Beispiel genommen hat und gesagt, daran würde man jetzt tatsächlich das politische Handeln messen können, habe ich mit folgendem Brief beantwortet, den ich heute Herrn Landgraf geschickt habe. Und da will ich auch zeigen, warum das eigentlich nicht so einfach ist, wie Herr Becker das dargestellt hat. Denn
Vielen Dank für Ihr Schreiben, Herr Landgraf, vom 3. September. Die Kolonie Gönhausen als exemplarisches Beispiel für die Kleingartenpolitik des Landes Berlin zu nehmen, läuft deswegen fehl, weil es sich um ein privates Gelände handelt, für das Baurecht gilt. Dies war auch Ergebnis der Beratung im Landeskleingartenbeirat am 10. Oktober 2012, wo das Thema Gönhausen auf meinen Wunsch hin auf die Tagesordnung genommen wurde. Und was ist im Landeskleingartenbeirat passiert, als ich diese Situation dargestellt habe, als ich gesagt habe, hier ist eine ganz brenzliche Situation? Wissen Sie, was passiert ist, nachdem ich die Situation dargestellt habe, Herr Becker? Herr Landgraf ist zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen. Ich habe auch vom Landeskleingartenbeirat keine Unterstützung bekommen, in dem Bestreben, hier eine Lösung zu finden, dass wir tatsächlich Druck auf die Finanzsenatsverwaltung, auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ausüben, die auch grundsätzlich das unterstützt hat. Und es ist eben ein Problem der Finanzen, das hier tatsächlich eine Rolle spielt. Und dieses Problem der Finanzen ist von Ihnen nicht beantwortet worden. Und wir haben hier das Problem, dass durch den Einwohnerantrag die Situation geschaffen ist, dass wir jetzt tatsächlich in eine Situation kommen, dass nicht mehr die Politik das Heft des Handelns in der Hand hat, sondern die Gerichte. Nämlich eine juristische Auseinandersetzung, die hier geht. Und ich muss es sagen, die Karten für die Kleingärtner sind im Moment verdammt schlecht. Und es ist tatsächlich zu befürchten, dass 100% der Kleingärten verloren gehen. Und insofern ist das ein ganz großes Risiko, was hier eingegangen wird. Der Kompromiss, den ich vorgeschlagen habe, hätte 50% sichern können. Das ist abgelehnt worden, das ist aber auch dann Ihre Entscheidung. Ja, das ist eine interessante Darstellung, nämlich dass es an der mangelnden Unterstützung durch die Kleingärtner gelegen hat. Es gibt aber zusätzlich für die Kolonie einen unterschriftsreifen Entwurf eines Bebauungsplanes, der fest vorsieht, die Kolonie als Dauerkleingarten zu sichern. Der ist bisher aber nicht festgesetzt worden. Meine nächste Frage an Herrn Gröler. Sie betonen ja immer öffentlich, dass Sie diesen Bebauungsplan, der die Kleingärten als Grünfläche sichert, sofort unterschreiben würden, wenn man sie nur ließe. Fragt man Sie, weshalb Sie das während Ihrer Amtszeit als Baustadtrat nicht getan haben, so antworten Sie, der Bebauungsplan sei nicht unterschriftsreif gewesen. Deshalb möchte ich jetzt gerne von Ihnen wissen, was hat denn damals noch gefehlt und was ist dazugekommen, dass Sie heute unterschreiben würden, wenn Sie könnten. Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf des Bebauungsplans aus dem Jahre 2012 stammt. Ich habe die Zuständigkeit für die Bauabteilung im Oktober 11 abgeben müssen. Insofern konnte ich gar nicht mehr unterschreiben. Es haben damals Beratungsschritte zum Abschluss des Bebauungsplanverfahrens gefehlt. Sie müssen wissen, ein Bebauungsplan... Sind das wirklich der Wahrheit? Und leider muss man sagen, Herr Gröler hat selbst empfohlen... Bitte, Herr Schröter, Sie haben anschließend noch ausführlich Gelegenheit, Ihre gegenteilige Meinung hier zum Vortrag zu bringen. Ich möchte sehen, dass wir möglichst schnell mit dieser Einführungsrunde durchkommen, weil wir auch viele Leute im Publikum haben, die gerne Fragen stellen. Oder? Tut mir leid, aber ich muss unterbrechen. Lieber Herr Kollege Schulte, bei aller Aufregung im Wahlkampf, dass man dreimal sagt, Sie lügen, finde ich so nicht okay. Vielleicht sollten wir mitteleuropäische Standards anfangen. Ich versuche es aber nochmal. Es haben damals wesentliche Verfahrensschritte gefehlt. Ein Bebauungsplan ist ein sehr formales Verfahren. Sie können das nicht einfach innerhalb von kurzer Zeit durchpeitschen und bestimmte Schritte weglassen. Dann wäre dieser Bebauungsplan von Anfang an fehlerhaft und angreifbar. Das wollte niemand. Ich habe damals reagiert, als der Kollege Schulte gesagt hat, er kann ihn nicht unterschreiben, er will diese Verantwortung persönlich nicht übernehmen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Er hat damals gefragt, wer ist bereit, die Unterschrift zu leisten. Und ich habe anfangs gesagt, nein, weil warum sollte ich eigentlich? Mir ist ja das Amt als Baustadtrat von der rot-grünen Mehrheit nach den Wahlen weggenommen worden. Warum sollte ich mir das jetzt anziehen? Ich habe dann damals nach reiflicher Überlegung, auch nachdem ich mir die Unterlagen, soweit sie mir zugänglich waren, auch nochmal angeschaut habe, gesagt, okay, ich bin bereit, in dieses Risiko zu gehen. Ich wiederhole das heute. Wenn das Bezirksamt nochmal die Frage stellt, wer wäre bereit, am Bezirksamtstisch zu unterschreiben, dann werde ich erneut sagen, ja, ich bin dazu bereit. Und dann muss das Bezirksamt für einen Tag die Geschäftsverteilung verändern. Und dann werde ich die Unterschrift darunter leisten. An mir soll dieses Verfahren nicht scheitern.
Dank. Die nächste Frage geht an Frau Paus. Und zwar, die Bündnisgrünen haben durch die mehrheitliche Stimmenthaltung bei der Abstimmung über den Einwohnerantrag dessen Annahme ermöglicht. Politisch war das für die BVV-Fraktion sicher ein beachtlicher Schritt, nämlich ihre einmal gefasste Position zu überdenken und zu revidieren. Wir befinden uns jetzt, wenn ich das so salopp formuliere, verfahrenstechnisch wieder in der Ausgangslage. Deshalb die Frage an Sie, war es das jetzt von grüner Seite erstmal mit der Enthaltung oder können die Kleingärtner auf tatkräftige Unterstützung von Ihrer Seite in Zukunft rechnen? Na, wir haben uns ja deswegen enthalten, weil wir gesagt haben, wir wollen das Bürgerbegehren. Sie haben hier Unterschriften gesammelt in sehr, sehr kurzer Zeit, über 3.500 Unterschriften. So, und da ist ja das, was man als Hürde braucht für ein Bürgerbegehren, nämlich knapp 8.000 Unterschriften, nur wahrlich nicht mehr weit. Und dafür haben Sie viel länger Zeit, dafür haben Sie 6 Monate Zeit. So, und uns ist eben tatsächlich die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und was Sie meinen wichtig, weil wir Grünen haben uns das tatsächlich nicht leicht gemacht. Wir haben ja tatsächlich... Bei der Zählgemeinschaftsvereinbarung haben wir uns dafür eingesetzt, dass Önhausen gesichert wird. So, dann wurden uns zu dem Zeitpunkt dann neue Informationen gegeben. So, die mussten dann bewertet werden und dann in der Tat gab es eben eine Mehrheit von meiner BVV-Fraktion. Kam dann eben zu dem Schluss, den Herr Marc Schulte eben vorgetragen hat. Also offenbar unter den gegebenen Informationen ist es vielleicht das beste Weg, den ganzen Risiken und so weiter, man macht das so. Inzwischen gibt es dann neue Informationen. Es gibt Gerichtsentscheide, wir haben Unterlagen eingesehen, so, und wir haben diskutiert, wir haben mit Ihnen darüber gesprochen, Sie haben sich kundig gemacht, Sie sind selber in den Klageweg gegangen, Sie haben sich engagiert, Sie haben gekämpft um Ihr Gelände hier vor Ort. So, und da haben wir natürlich gesagt, das kann doch nicht sein, dass jetzt nur, ne, also wir haben da zwar eine Meinung oder es gibt eine Mehrheitsmeinung, aber Sie alle, Sie haben, Ihnen geht's, bei Ihnen geht es konkret darum, dass Sie hier etwas verlieren. Und Sie haben sich engagiert und Sie haben auch alle einen klugen Kopf. Und deswegen finden wir diese zentrale Frage, die ist ja auch tatsächlich symbolisch für ganz Berlin, wie gehen wir um mit unseren Kleingartenflächen, diese Frage, die wollen wir nicht nur von ein paar Mitgliedern der BVV entscheiden lassen, sondern Ihr Engagement, Ihre Demonstrationen, das, was Sie in den letzten Wochen und Monaten auf die Beine gestellt hat, das ist es wirklich wert, von ganz Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden zu werden. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr im Dezember schon entschieden. Da hatten Sie ja schon angefangen, da gab es diese Klage-Zwischengeschichte, ne? Aber damals hatten Sie ja schon gesagt, Sie wollen ein Bürgerbegehren, deswegen gibt es einen Beschluss meines Kreisverbandes, schon vom Dezember letzten Jahres. Wir unterstützen ein Bürgerbegehren, wir unterstützen Bürgerbeteiligung und deswegen wünschen wir Ihnen da alles Gute auf diesem Weg. Wir wollen tatsächlich eine Entscheidung zu der Frage von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben es hin und her gewälzt, man kann es hin und her wälzen. Es gibt 1000 Juristen mit 2000 Meinungen. Wir finden, es ist Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger von Charlottenburg-Wilmersdorf darüber entscheiden. Und deswegen sammeln Sie schnell die 7000 Unterschriften, damit wir endlich loslegen können. Ja, vielen Dank. Frau Klose, die BVV-Fraktion der CDU hatte bisher das Anliegen der Kleingärtner mehr oder minder nachdrücklich unterstützt. Wenn jetzt Herr Klaus-Dieter Gröhler, wenn wir das mal annehmen, in den Bundestag einzieht, werden Sie diese Unterstützung weiter fortsetzen oder müssen wir da einen Politikwechsel befürchten? Also da ja nicht die BVV-Fraktion in den Bundestag wechselt, sondern Herr Gröhler, müssen Sie natürlich keinen Politikwechsel befürchten. Ich habe gesagt, ich halte diesen Kompromiss oder hielt ihn im Januar für falsch. Ich halte ihn bis heute für falsch. Ich halte es auch nicht wirklich für einen Kompromiss, wo beide Seiten ausgewogen zu ihrem Recht kommen. Und die BVV-Fraktion ist auch ganz klar nach wie vor der Meinung, wir möchten Önhausen zu 100% retten, erhalten. Und wir sagen auch, keine Entscheidung während eines laufenden Bürgerbegehrens. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich genehmige als Staat, als Behörde, hier können Unterschriften gesammelt werden, ihr dürft euch beteiligen. Und die Kleingärtner haben ja deutlich mehr als die betroffenen Kleingärtner animiert. Wir haben über 3000 Unterschriften. Das ist eine enorme Leistung. Das heißt also, das geht hier deutlich mehr Menschen an, die sich äußern möchten und sich geäußert haben.
Und wir halten ganz klar daran fest, dass wir einmal als BVV-Fraktion sagen, wir möchten Oeynhausen retten. Und zum anderen, wir möchten auch, dass die Bürger mitentscheiden, dass sie ihre Meinung kundtun können und wir nicht einfach über sie hinweg entscheiden. Auf die Beteiligung der Bürger offenbar ziemlicher Wert gelegt wird. Deshalb jetzt, sondern meine nächste Frage an Frau Schmidt-Schmelz. Sie haben ja zusammen mit den Grünen eine Zielgemeinschaft gebildet, also eine Art Koalition auf Bezirksebene. Und darüber gibt es auch eine schriftliche Vereinbarung. Und in dieser findet sich auf Seite 6 der folgende schöne Satz. Die Kleingärten im Bezirk wollen wir erhalten, die bestehenden Kolonien langfristig planungsrechtlich sichern. Das schließt Durlach, Wiesbaden, Stadtwald und Oeynhausen mit ein. Kolonie Durlach ist ja mehr oder minder schon so gut wie weg, ist ja im Liegenschaftsfonds und kann jederzeit verkauft werden. Und von Ihnen wird außerdem noch das Zitat, wen interessiert die Zielgemeinschaftsvereinbarung, überliefert. Muss man also künftig umso mehr Angst um seinen Garten haben, desto mehr Sie versprechen, ihn zu erhalten? Danke für die Frage, Herr Schering. Ich weiß nicht, woher dieses Zitat kommt, das mir da unterstellt wird. Ich kann Ihnen das sagen, das haben Sie in einer Ausschusssitzung als Zwischenruf getan. Und ich glaube, es gibt sehr viele Zeugen im Saal, die damals anwesend waren. Nee, glaube ich nicht. Das ist absolut. Natürlich interessiert mich die Zielgemeinschaftsvereinbarung. Natürlich stehe ich auch hinter den Sachen, die in dieser Zielgemeinschaftsvereinbarung aufgeführt sind. Aber bei Oeynhausen, das hat Herr Stadtrat Schulte schon ausgeführt, haben wir hier leider nicht die Möglichkeit, als Land Berlin oder als Bezirk etwas zu tun, weil uns das Grundstück nicht gehört. Und das wird leider vergessen, da gibt es wenig Handlungsspielraum. Und Herr Gröler, ich wollte nur mal sagen, in der BVV im November noch haben Sie gesagt, dass man auf gar keinen Fall unterschreiben kann. Und jetzt haben Sie eine andere Meinung. Also von daher, mich würde auch interessieren, wo Ihr Meinungswechsel herkommt. Ja, ich denke, wir haben wirklich nachher auch ausführlich Gelegenheit, das zu diskutieren. Wir sehen ja schon, dass dort sehr unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen. Als nächstes möchte ich Herrn Schlosser fragen, was passiert denn, wenn Sie jetzt nach der Wahl in den Bundestag einziehen? Wer in der Piratenfraktion bietet denn weiterhin die Gewähr dafür, dass Sie uns und die Kleingärtner so unterstützen, wie es bisher der Fall war? Ich danke für den Optimismus. Denke ich mal, dass ich den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern hier im Bezirk erhalten bleiben werde, weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich die, na, ich sage mal so 35% bekomme, die man hier im Bezirk brauchen wird, um den Bundestag einzuziehen. Da sind andere wahrscheinlich weit vor mir. Von daher, ich bleibe erhalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich Ihnen wünschen soll, dass Ihre realistische Einschätzung zutrifft oder Sie sich völlig irren. Wir werden es ja sehen. Frau Roani, wie vorhin gesagt, hat die BVV-Fraktion der Bündnisgrünen durch mehrheitliche Stimmenthaltung den Weg geebnet zur Annahme des Einwohnerantrags. Mehrheitliche Stimmenthaltung, ist das der kleinste gemeinsame Nenner gewesen? Warum hat die Fraktion nicht einfach dem Antrag zugestimmt? Hört man mich ab? Keine leichte Frage. Keine leichte Frage, Herr Schering. Wie Sie wissen, geschieht es eher selten in der Politik, dass eine Fraktion, eine Partei ihre Meinung oder sich sozusagen in so kurzer Zeit korrigiert. Das ist nicht leicht. Und ich verhehle nicht, dass es unsere Partei und Fraktion viel Kraft gekostet hat, aber wir haben uns der Mühe unterzogen. Wir haben uns der Mühe unterzogen, nachdem wir im Januar vor allem unter dem Gesichtspunkt Schadensabwehr für den Bezirk finanziell und Sicherung von Kleingartenflächen wirklich sichern,
wenigstens die 50%, zugegebenermaßen unter sehr großem Druck mehrheitlich entschieden. Ich persönlich hatte damals schon dagegen gestimmt, aber die Fraktion mehrheitlich hat sich so entschieden. Und wir haben uns die Sache danach nicht leicht gemacht, aber intensiv an der Frage Bönhausen weitergearbeitet. Wir haben führende Verwaltungsrechtler und einen maßgeblichen Baugesetzbuchkommentator gefragt. Wir haben Akten Einsicht genommen, meines Wissens nach als einzige Fraktion gleich im Februar haben wir die Akten bis 1986 zurückgewälzt. Wir haben das nochmal erneuert im Juli, zwar ein Kollege und ich, indem wir uns die Akten dann auch noch, die angelaufen waren zwischen Januar und Juli, genau angeschaut haben. Wir haben den Gesprächsfaden zu Ihnen, zu den Kleingärtnern und zu der neu entwickelten BI nicht abreißen lassen. Wir haben mit Ihnen gemeinsam die Möglichkeiten einer Kündigungsklage und die Tücken des Baunutzungsplans als auch Anspruchsgrundlage für eine Kündigung eruiert und Sie zu der Klage ermuntert. Das waren sozusagen Schritte auf dem Weg, uns wenigstens im Nachhinein ein Bild zu machen, wie Verwaltung und Politik dieses Bezirks seit 1986 im Grunde eine Geisterfahrt durch Önhausen hingelegt haben. Und das hat uns dazu geführt, unter drei Aspekten jetzt immerhin uns zu enthalten, aber aus dem Beschluss vom Januar definitiv auszusteigen. Die drei Gründe dafür waren folgende. Die Zielsetzung des Senats, in Önhausen ein vordringliches gesamtstädtisches Interesse am Wohnungsbau lösen zu wollen, verfremdete unsere Entscheidung vom Januar. Im Januar hatten wir dazu keine Zustimmung gegeben. Wir waren auch nicht mehr bereit, ein Verfahren im Schnelldurchlauf nach § 13a Baugesetzbuch mitzutragen, der frühzeitigen Bürgerbeteiligung kurzschneidet und Umweltprüfung ebenfalls. Ein Verfahren, das angesichts der politischen Vorgeschichte um Önhausen uns ruchbar erschien, und ein Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch, das wir auch als Grüne Bundestagsfraktion, Lisa kann das bestätigen, ablehnen. Und schließlich das Bürgerbegehren, der Einwohnerantrag. Die Art und Weise, wie Sie sich in das Thema hineingearbeitet haben, ist im Grunde das, was uns Grüne immer beeindruckt hat und wo wir Grünen historisch auch herkommen. Wir wissen, dass es überall Bürgerinitiativen gibt, die Verwaltungshandeln und das Handeln von Politik, das als alternativlos dargestellt wird, in Frage stellen. Da kommen wir historisch her. Wir waren immer auf der Seite von Bürgerinitiativen, die nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr schlauer waren als die Verwaltung und in Handlungsoptionen und in Alternativen denken. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Insofern Ihre Frage vorhin, Herr Schering, sind wir beim Verfahrensstand wieder bei Null? Nein, wir haben alle auf der Strecke und auch gemeinsam viel gelernt. Und insofern bitte ich Sie um Verständnis dafür, dass unserer Fraktion keine Zustimmung möglich war. Aber die Abkehr von dem Januarbeschluss im Wege der Enthaltung, das trägt die ganze Grüne Partei, unser Landesverband, der Kreisverband aus vollem Herzen mit und wir hoffen jetzt auf ein erfolgreiches Bürgerbegehren. Wir werden Sie unterstützen, wir werden an unseren Ständen mit für Sie Unterschriften sammeln. Deutliche Aussagen und ich möchte nochmals betonen, dass es schon bemerkenswert ist, wenn eine Partei eine einmal eingenommene Position, wenn auch unter Schwierigkeiten, wieder verlässt, um anderen Dingen Platz zu machen. Und wir hoffen natürlich in Zukunft, dass wir sie noch weiter überzeugen können, sodass sie einem nächsten Antrag aus vollem Herzen zustimmen können. Frau Zieschinger, Sie sind gerade gekommen, kann ich Sie gleich mit einer Frage belästigen? Ich habe eine Antwort. Ja, ich mache es auch, glaube ich, relativ einfach. Sie haben ja bisher sich auch zu den Angelegenheiten in Hauens mehr oder minder durchweg positiv geäußert. Was können denn aber die Linken überhaupt erreichen für die Kleingärtner? Na, sie können sie zum Beispiel als nächstes damit unterstützen, die nötigen Unterschriften zusammenzubekommen, zum Beispiel. Weil da wir ja, wie vielleicht bekannt ist, nicht die absolute Mehrheit in der BVV haben, sind wir an der Stelle jetzt nicht ganz so kraftvoll. Gut, okay, da haben wir schon eine zweite Partei, die uns unterstützt beim Unterschriften sammeln. Ja, um die eine Gangsrunde zu beschließen, frage ich jetzt Herrn Vonnemann von der Bürgerinitiative. Die Kleingärtner und die BI kämpfen ja gegen eine mächtige Allianz aus Politik und Kapital. Was macht Sie denn eigentlich so zuversichtlich, dass die Gärten trotzdem erhalten werden können? Ohne Mikro geht's schlecht. Ja, ich
versuchen das mal in 4 Punkten zusammenzufassen, um Ihnen zu erklären, warum wir in der Tat zuversichtlich sind und auch in Zukunft zuversichtlich sein können. Zunächst einmal, wir sind in einer schwierigen rechtlichen Situation. Das ist wenigstens eine Gemeinsamkeit mit der Auffassung von Herrn Schulte, aber im Moment jedenfalls noch die einzige. Wir sind zwar in einer schwierigen rechtlichen Situation, aber wir haben gute rechtliche Argumente, wir haben die besseren rechtlichen Argumente auf unserer Seite. Mein Problem ist jetzt, ich kann Ihnen die komplizierte juristische Lage hier nicht erklären. Ich würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass der Saal in 0, nichts leer wird, wenn ich das versuchen würde. Ich will es deswegen nur ganz kurz und ganz grob, die Juristen unter Ihnen mögen mir das nachsehen, zusammenfassen. Wir haben ein Gelände im Privatbesitz, das für das unter Umständen Baurecht, ich sage es mal ganz vorsichtig, besteht. Wir haben aber auch ein Gelände, das, und da sind sich, glaube ich, alle einig, nicht erschlossen ist. Und überall in diesem Lande, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland, ist es so, Sie können nicht einfach irgendein Grundstück, das Ihnen gehört, einfach so bebauen. Dieses Grundstück muss erschlossen sein. Es ist nicht erschlossen und die spannende juristische Frage ist, kann der Investor das Bezirksamt zwingen, indem er ein entsprechendes Erschließungsangebot unterbreitet, für eine solche Erschließung zu sorgen? Und um diese Frage zu beantworten, will ich Ihnen einfach mal ein Zitat vorlesen. Das Zitat lautet, die neue Eigentümerin, das ist die jetzige Eigentümerin, kann die Sicherung der Erschließung heute nicht mehr dadurch herbeiführen, indem sie ein entsprechendes Erschließungsangebot unterbreitet. Und nun verrate ich Ihnen, woher das kommt. Das ist kein Satz, den unsere Anwälte sich erdacht haben. Das ist auch kein Satz, der in konspirativen Sitzungen der Bürgerinitiative oder des Kleingärtnervereins erdacht worden ist. Nein, das ist ein Zitat aus einem Vermerk des Stadtentwicklungsamtes, also der Behörde, die damals, zu der Zeit, als der Vermerk erstellt wurde, Herrn Gröhler und heute Herrn Schulte untersteht. Das ist etwas, was nicht aus den Akten ergibt. Das heißt, das Bezirksamt selbst oder jedenfalls die Beamten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sind oder waren zumindest zum damaligen Zeitpunkt der gleichen Auffassung wie wir. Wir haben eine starke rechtliche Position und ich bin traurig, ich habe das auch in der BVV bereits gesagt, ich bin eigentlich traurig, dass diese rechtliche Situation, diese rechtliche Position, diese starke rechtliche Position nicht genutzt wird. Erster Grund. Zweiter Grund. Wir haben auch über das Rechtliche hinaus starke Argumente. Auch da will ich Ihnen vielleicht kurz mit zwei Zitaten beendigen. Das eine, bei der Realisierung des Vorhabens, gemeint ist die Bebauung des Kleingartengeländes, werden erfahrungsgemäß erhebliche negative Umwelteinflüsse entstehen. Erstes Zitat. Zweites Zitat. Aufgrund der Vorhabengröße ist ein Verkehrsgutachten erforderlich, da wegen der beabsichtigten Wohnbebauung mit erheblichem Parksuchverkehr und einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Und weiter. Die Fahrbahnbefestigungen der Reichenhaller Straße sowie der Kissinger Straße werden voraussichtlich dem zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsaufkommen aufgrund des Bauvorhabens nicht standhalten, sofern Zufahrten zu dem Vorhabengebiet in diesen Straßen angelegt werden. Daher müssen in diesem Fall die Reichenhaller Straße und die Kissinger Straße vom Bauherrn entsprechend ausgebaut werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen erhebliche negative Umwelteinflüsse und verkehrliche Einflüsse. Und auch das ist etwas, was nicht wir festgestellt haben. Auch das ist etwas, was die Baubehörde, das Stadtentwicklungsamt festgestellt hat. Wiederum ein Zitat aus einem entsprechenden Vermerk. Und zum Dritten, Sie alle wissen, wenn bebaut wird, wird eine intakte Infrastruktur, ein intaktes Vereinsleben kaputt gemacht, es wird Grünfläche kaputt gemacht und das, wie wir finden, völlig ohne Not. Dass wir in Berlin vielleicht Wohnbebauung, zusätzliche Wohnbebauung brauchen, das ist richtig, das würden wir auch nicht bestreiten. Berlin wächst zum Glück und die Menschen, die zu uns kommen, glücklicherweise zu uns kommen, brauchen Wohnungen, selbstverständlich. Aber nach dem, was man hört, übrigens auch aus den Verwaltungen auf der Landesebene, ist es möglich, ohne einen einzigen Kleingarten in Berlin in Anspruch zu nehmen, mit Lückenbebauung und mit Aufstockung von vorhandenen Gebäuden, die zum Teil aus kriegsbedingt noch nicht bis zu der Höhe gewachsen sind, bis zu der sie wachsen könnten, eine sechsstellige Zahl von Wohnungen zu bauen, ohne einen einzigen Kleingarten in Berlin, ich sag's mal salopp, platt zu machen. Ich finde, erstmal sollte man diese Möglichkeit nutzen. Und dann kann man sich vielleicht mal überlegen, wenn es überhaupt noch notwendig ist, etwas anderes zu tun. Und ja.
Der dritte Grund, ich bin gerade gemahnt worden, ich muss zum Schluss kommen, der dritte Grund, Herr Schering hat gesagt, wir kämpfen gegen eine mächtige Allianz aus unter anderem auch Politik. Das ist einerseits richtig, andererseits aber auch nicht ganz richtig. Wir erfahren ja Unterstützung aus der Politik und insofern wir sind dankbar für die Unterstützung der CDU, der Piraten, der Linkspartei. Wir hoffen, dass wir es noch schaffen, auch in Zukunft die Unterstützung der SPD in diesem Bezirk zu erhalten. Wir haben die Hoffnung da durchaus noch nicht aufgegeben, nur wir sind dialogbereit und dialogwillig. Und dass das möglich ist, dass ein Dialog möglich ist, das hat uns die Partei Bündnis 90 Die Grünen gezeigt. Wir haben mit ihnen gesprochen im Vorfeld dieser BVV-Entscheidung und wie man sieht, ich denke auch diese Gespräche haben mit dazu beigetragen, dass die Entscheidung von Bündnis 90 Die Grünen so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Und der vierte Grund ganz schnell, der entscheidende vielleicht, die Unterstützung von Ihnen allen, von 3.500 Leuten, die den Einwohnerantrag unterschrieben haben, die Unterstützung von hoffentlich 8.000 und 9.000 Menschen, die das Bürgerbegehren unterschreiben werden, all das macht uns zuversichtlich, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben zu gewinnen. In die zweite Phase der Diskussion einzutreten, eben zu diskutieren, wie es weitergeht. Sie hatten aber vorhin noch das Wort reklamiert, um zu antworten, Herr Schulte. Legen Sie da jetzt noch Wert drauf oder können wir erstmal weitermachen? Ich bin gerne bereit, was zu sagen. Nee, ich wollte wissen, ob Sie noch mal eingehen wollten, auf was das hier vorhin von jemand anderem gesagt wurde. Also, ich finde schon noch mal, weil ich habe natürlich die Rolle, hier so in der Twitter-Funktion zu sein, weil ich natürlich das Bezirksamt repräsentiere und jetzt nicht im Moment die SPD. Und das ist für mich deswegen auch wichtig, weil auch so kurz vor den Wahlen ich natürlich das auch nachvollziehen kann. Ich war ja auch vor Ort, habe ja auch den Spaziergang mitgemacht und weiß, was das bedeutet, wenn man auch seine Parzelle verliert und es droht auch, sie zu verlieren. Und deswegen ist es bestimmt keine leichtfertige Entscheidung. Und ich fand es von Herrn Vollermann deswegen interessant, er sprach erst von einer Allianz von Kapital und Politik und hat dann aus Vermerken meines Amtes zitiert, wo klar und deutlich geworden ist, dass wir alles versuchen, um die Ansprüche des Kapitals zu verhindern und dagegen anzuarbeiten. Und ich finde, das hätte auch mal deutlich gesagt werden müssen, dass in den Akten deutlich wird, dass wir auch tatsächlich versuchen, diese Wege und die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und zu gucken, wie wir das auch hinbekommen, um möglichst das Beste rauszuholen. Insofern ist diese Argumentation einfach nicht logisch. Und für mich ist der ganz entscheidende Punkt. Wir haben ja, jetzt haben ganz viele gesagt, sie werden helfen bei der Unterschriftensammlung. So, und dann kommt der Bürger, das Bürgerbegehren, dann kommt der Bürgerentscheid. Wir nehmen an, das Quorum wird erreicht und der Bürgerentscheid ist erfolgreich. Dann ist der Beschluss gefasst, dass ein Bebauungsplan aufzustellen ist, der alle Kleingärten sichert. Dieser Beschluss entspricht einem BVV-Beschluss. Was passiert mit einem BVV-Beschluss? Der ist damit nicht anders, als wenn ein Landtag oder ein Bundestag etwas beschließt, nicht damit automatisch gesetzt, sondern er muss vom Bezirksamt geprüft werden, ob er umsetzbar ist. Und dann sind wir wieder bei der Anfangsdiskussion, ob es tatsächlich auch möglich ist, diesen Bebauungsplan festzusetzen. Ein Bebauungsplan ist nur festzusetzen, und wir haben das schon mehrmals diskutiert, wenn das finanzielle Risiko abgesichert ist. Dieses finanzielle Risiko ist nicht abgesichert, das hat Ihnen gerade das Verwaltungsgericht wirklich mit einer schallenden Ohrfeige auch deutlich gesagt. Sie haben da verloren. Sie haben da verloren und insofern ist für mich einfach klar, dieses Risiko ist da und dann wird es tatsächlich ein ganz großes Problem sein, auch eine Risikovorsorge zu treffen, um dann wirklich so einen Bebauungsplan festzusetzen. Und wir hatten heute Haushaltsberatung im Ausschuss. Und hier geht es um Millionenbeträge, da sind sich auch alle einig. Um die Höhe der Millionenbeträge kann man sich streiten. Die CDU war heute nicht in der Lage, 60.000 Euro alternativ für einen Änderungsantrag vorzulegen. Und hier geht es um Millionenbeträge. In unserem Haushalt gibt es nicht diese Millionenbeträge, um so eine Absicherung für einen Bebauungsplan zu machen. Das ist der erste Punkt, der ist auch ganz wichtig. Deswegen, ich will das auch vor der Wahl ganz deutlich sagen, dass natürlich auch nicht, wenn der Bürgerentscheid positiv ausfällt, dann sagt, wow, jetzt sind alle 100% der Kleingärten gesichert. Das ist leider nicht so. Und das ist nicht etwas, weil ich dieses Instrument der Demokratie nicht wertschätze, sondern weil die rechtliche Situation so ist, wie sie ist. Sie ist so, Herr Becker. Sie ist so und es ist so, dass so ein Beschluss beanstandet werden müsste. Das ist der erste Punkt. Und das zweite, und das ist wirklich auch nochmal wichtig für das weitere Verfahren, jetzt sind wir in einer Frage des Baurechtes.
Und natürlich ist die Gegenseite, und ich sage ganz bewusst Gegenseite, natürlich überlegt jetzt genau, was sie macht. Und alle Anträge, die gemacht werden müssen, müssen wir bearbeiten. Wir können die nicht einfach zur Seite legen. Das sieht das Gesetz nämlich auch nicht vor, weil nämlich dann auch Recht, also sozusagen Fristen laufen im Baurecht. Und ich sage hier ganz offen und ehrlich, damit es auch niemand nicht sagt, er hätte es nicht gewusst. Ich bin der festen Überzeugung, und ich sage jetzt höchstwahrscheinlich, damit wir auch wirklich alle Strohhalme, die noch vorhanden sind, auch ziehen. Aber ich gehe davon aus, dass höchstwahrscheinlich das Erschließungsangebot annehmbar ist und von uns angenommen werden muss. Denn wenn wir ein annehmbares Erschließungsangebot nicht annehmen, wenn wir also sagen, nö, wollen wir nicht, weil da ganz viele dagegen sind, dann ist das leider so, dass eine Erschließungspflicht entsteht, wenn es annehmbar war. Dann müssen wir auf unsere Kosten diese Anlage erschließen und können davon nur 90% als Kosten vom Eigentümer zurückholen. Das heißt wieder ein neues Risiko. Und dieses Risiko muss man sich überlegen, ob man das wirklich dann in Kauf nehmen will und ob man das wirklich machen will. Und diese Frage müssen wir dann beantworten, auch bevor der Bürgerentscheid und Bürgerbegehren zu Ende gesammelt ist, weil sonst kommt tatsächlich das Problem der Untätigkeitsklage. Ich habe wirklich das Problem, dass hier einer gegen neun bin oder zwei gegen acht sind wir hier. Deswegen möchte ich das kurz noch zu Ende führen und dann gerne. Und das ist für mich der Punkt, wo wir wirklich vor einem Dilemma stehen, wie wir mit so einem ganz konkreten Antrag auch umgehen. Und ich sage nochmal, und das ist wirklich leider meine Überzeugung, unsere rechtliche Position als Bezirksamt, um 100% der Kleingartenflächen zu retten, ist seit dem Beschluss der letzten BVV dramatisch gesunken. Und deswegen ist es wirklich so, dass wir vor einer ganz furchtbaren Situation stehen, dass es nicht darum geht, 100% zu erhalten, sondern 100% zu verlieren. Und das finde ich bitter. Und das ist eine Sache, die tatsächlich auch von denen, die jetzt alle gesagt haben, sie finden das alle ganz toll, das Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, und ich sage es, bewusst zum Teil in Kauf genommen worden ist. Und das beziehe ich, und deswegen das ist der letzte Punkt, das beziehe ich ganz ausdrücklich auf Herrn Gröhler ein, der wirklich hier eine Wellenbewegung ohnegleichen gemacht hat, vor der letzten Abgeordnetenhauswahl gesagt hat, er unterschreibt einen Bebauungsplan. Sie haben ihm geglaubt, ihn vielleicht gewählt. Er hat es nicht unterschrieben, obwohl er noch Zeit hatte, weil danach war er noch im Amt. Es ist ja nicht so, dass er sofort nach der Wahl aus dem Amt ist. Da ist nämlich noch eine Zeit, bis das Bezirksamt gewählt wird. Da war er noch im Amt. Und da hat er nämlich auch gesagt, nee, unterschreibt doch nicht. Und das hat er als Baustadtrat gesagt. Nicht als aus dem Amt gewählter Stadtrat, sondern als Baustadtrat gesagt, er unterschreibt nicht. Dann hat er in der BVV im November nochmal gesagt, er unterschreibt nicht. Und dann hat er festgestellt, Mensch, es kommt ja vielleicht ganz gut, wenn ich sage, ich unterschreibe. Und dann hat er gesagt, er unterschreibt. Und das ist für mich ein Punkt. Und jetzt ist wieder vor den Wahlen. Und er sagt ihm wieder, dass er unterschreibt. Und deswegen ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, hier zu sagen, das sage ich jetzt als SPD-Mann, wählen Sie bitte nicht, Herr Gröhler. Ja, ich glaube, das kann man so nicht im Raum stehen lassen. Also erstens, Herr Schulte, Sie greifen Herrn Vonnemann an und sagen, er würde, wenn er die Zitate hier benutzt, würde er Ihrer Verwaltung irgendwas Böses tun. Hat er noch gar nicht gemacht. Er hat die Zitate vorgetragen und hat doch nur gesagt, was in den Akten steht, übrigens aus einer Zeit, wo ich Stadtrat war. Das ist doch nichts Verwerfliches. So, aber jetzt will ich mal auf Frau Schmidt-Schmelz antworten und ein Stück weit indirekt auch auf Herrn Schulte. Frau Schmidt-Schmelz hat ja gefragt, warum habe ich in der BVV im November damals gesagt, ich unterschreibe nicht. Zum einen haben wir ja heute, mit großer Anerkennung akzeptiert, dass auch die Grünen einen gewissen Prozess des Umdenkens für sich in Anspruch genommen haben. Und ich finde diesen Prozess des Umdenkens auch okay. Ich würde dazu nie umfallen sagen, sondern sie haben die Sachverhalte neu geprüft und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Nichts anderes habe ich gemacht. Ich habe mir nochmal sehr, sehr intensiv angeschaut, was zum Beispiel Professor Winkelbrock, früherer Vorsitzender des Landesverfassungsgerichts, gesagt hat. Nämlich, und dieses Zitat vergesse ich nicht, eine derartige Frage wie Oeynhausen ist bisher höchstrichterlich in der Bundesrepublik Deutschland nicht entschieden worden. Das heißt, wir wissen, wenn wir zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommen, wir wissen, es kann auch schiefgehen.
Aber das wissen auch die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Und ich muss gestehen, ich habe eine unwahrscheinliche Hochachtung vor den Kleingärtnern und Kleingärtnerinnen, dass sie sich nicht mit der 50-50-Lösung abgefunden haben. Und dass auch die, die bei 50-50 gerettet worden wären, nicht so unsolidarisch waren und gesagt haben, ich behalte ja meine Parzelle, mir ist das egal, soll doch der Kompromiss umgesetzt werden. Sondern sie sagen, nein, wir versuchen alles zu retten, auch auf die Gefahr hin, dass wir selbst mit untergehen. Das finde ich sehr, sehr sozial und sehr redlich und sehr solidarisch. Und ich finde, das ist an der Stelle auch eine Unterstützung wert. Und als Sie damals gesagt haben, Herr Kollege Schulte, Sie sind nicht bereit zu unterschreiben, wollte ich mit meinem Einspringen deutlich machen, dass es nicht daran scheitern soll, dass keiner am Bezirksamt bereit, am Bezirksamtstisch bereit wäre, zu unterschreiben. Und nachdem ich zahlreiche Gespräche auch mit den Kleingärtnern und Kleingärtnern geführt habe und ich sie ausdrücklich auch nochmal auf das Risiko hingewiesen habe und sie mir gesagt haben, uns ist dieses Risiko bewusst, aber es geht uns darum, auch hier Rechtssicherheit zu schaffen und wirklich zu wissen, woran wir sind. Darauf habe ich reagiert und habe gesagt, ich wäre bereit zu unterschreiben. Und ich werde Ihnen auch mal sagen, ich war auch deshalb bereit zu unterschreiben, weil ich diesen Kompromiss von 50-50 für einen faulen Kompromiss halte. Sie werden, wenn Sie in die Unterlagen reinschauen, wenn Sie sehen, dass auch wir in meiner Amtszeit, dass ich mit dem Stadtplanungsamt, mit dem Baujuristen damals mal die Frage eines Kompromisses erörtert habe, um mal zu überlegen, was würde gehen, was wären Auswegmöglichkeiten. Aber wir haben damals über, ich sag mal, 75-25 oder 70-30 nachgedacht, aber nicht über 50-50, wo die Baumasse für den Bauherrn sogar die gleiche ist und der Bauherr davon noch einen Vorteil hat, weil er weder Wege bauen muss, noch zusätzliche Keller bauen muss, der kriegt die gleiche Baumasse auf kleinerer Fläche, der kriegt 6-geschossige Häuser, die da gar nicht hinpassen. Das war für mich kein Kompromiss. Herr Vollmann und dann Frau Rohan. Ich würde auch gern, zumal ich auch angesprochen worden bin, kurz auf das eingehen, was Herr Schulte gesagt hat. Vielleicht soll ich dazu sagen, beruflich bin ich Rechtsanwalt. Das spielt insofern eine gewisse Rolle, als ich weiß, als Rechtsanwalt, dass die Juristerei was anderes ist als eine Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft haben es einfach. Die können sagen, der Stein fällt einfach von oben nach unten, das ist so und da kann man auch nicht drüber diskutieren. Bei der Juristerei gilt der alte Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Das ist leider so. Und wenn Herr Schulte jetzt so tut, als habe er eine Naturwissenschaft vor sich und könnte jetzt einfach so erklären, wie hier die Rechtslage ist, nach dem Motto, wir schauen einfach ins Gesetz und dann ist das so, wie ich das jetzt sage, dann muss ich einfach auch vor meinem beruflichen Hintergrund Ihnen sagen, nein, so einfach ist es nicht. In dieser Frage können wir nicht in ein Gesetz schauen und wissen, wie es ist. Selbstverständlich gibt es hier unterschiedliche Auffassungen, aber ich habe, Herr Schulte, gerade aus Vermerken Ihrer Verwaltung zitiert und Ihnen dadurch dokumentiert, dass Ihre eigene Verwaltung, Ihre eigenen Beamten die Rechtsposition, die für uns jedenfalls die günstigere ist und die ich auch für die vertretbarere halte, dass diese Rechtsposition selbst von ihrer eigenen Verwaltung auch für vertretbarer gehalten wird. Und ich verstehe einfach nicht, dass sie einfach hingehen, die Rechtsposition, die selbstverständlich der Investor vertritt, die er vertreten muss, weil sonst wäre er kein vernünftiger Investor, sonst würde er von vornherein Geld verlieren, die der Investor vertreten muss und die Anwälte des Investors vertreten müssen, weil sie eben für den Investor arbeiten. Das kann man auch den Anwälten überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Warum sie diese Rechtsposition übernehmen, entgegen den Aussagen ihrer eigenen Verwaltungen, entgegen den Aussagen von Professor Finkelburg, der in ihrem Auftrag oder im Auftrag des Bezirksamtes ein Gutachten erstellt hat. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Satz erinnern, der stand dann unter der schönen Überschrift Empfehlungen. Ich empfehle dem Bezirk, das Bebauungsplanverfahren, römisch 9205a, Klammer auf, Sicherung des Kleingartengeländes als Dauerkleingärten zügig weiter zu betreiben bis zur Festsetzung. Das ist etwas, was der eigene Gutachter empfohlen hat, Herr Schulte. Und ich bin nicht derjenige, der Ihnen hier sagt, wir werden auf jeden Fall, wenn das Ganze durch Gerichte entschieden wird, auf jeden Fall gewinnen. Selbstverständlich, vor Gerichten, nochmal ein alter Juristenspruch,
vor Gerichten und auch vor See ist meine Gotteshand. Das stimmt dann leider vielfach. So, also natürlich müssen wir ein gewisses Risiko eingehen. Aber wir können das Risiko vorher abschätzen und ich sage, die Rechtslage stellt sich anders dar, als Sie das hier verkaufen wollen. Und ich habe manchmal... den Eindruck, dass die Rechtslage hier nur als Mittel, die Darstellung der Rechtslage, ihre, nur als Mittel zum Zweck dient, dass es ihnen tatsächlich eben nicht um die Erhaltung von Kleingärten geht, sondern darum, hier Wohnungen zu bauen, weil der Senat eine Politik ausgegeben hat, wir brauchen neue Wohnungen und weil offensichtlich alle Bezirke und alle zuständigen Stadträte aufgefordert worden sind, mitzuwirken. Den Eindruck habe ich eigentlich. Da möchte ich nahtlos anschließen. Zu der Frage der Wohnungsbaupotenziale. Wir haben ja einen Stadtentwicklungsplan Wohnen, der für bis 2025 für das Land Berlin einen Neubaubedarf von 137.000 Wohnungen prognostiziert. Wieso nun genau diese krumme Zahl, kann ich Ihnen nicht beantworten, aber diese Zahl steht im Raum, im Entwurf dieses Stadtentwicklungsprogramms Wohnen. Demgegenüber wird ein Flächenpotenzial, ein Wohnungsbaupotenzial ausgemacht von 229.000 Wohnungen. Und Oeynhausen muss nun wirklich dafür nicht in Anspruch genommen werden, in erster Hand. Zweitens, ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Wonnemann, und auch ich wundere mich über Sie, Herr Schulte. Wir haben als Grüne einen, ich sagte es bereits, den führenden deutschen Verwaltungsrechtler gefragt, einen maßgeblichen Kommentator des Baugesetzbuches. Und wissen Sie, was er sagte? Dieses Spiel, was in Oeynhausen läuft, ist das abgeschmackteste Spiel, das Land auf und Land ab läuft. Investoren kommen, ihre Star-Juristen blähen den Entschädigungsanspruch, den möglichen Schaden hoch und die Kommunalpolitik und Verwaltung kriegt Angst und sinkt auf die Rücken. Er sagte mir außerdem, die Entschädigungsformel für den Entschädigungsfall, wenn überhaupt Entschädigung eintritt, die sein Kollege Professor Finkenburg vorgelegt hat, ist seriös gearbeitet. Und danach hat er mir gesagt, er rechnet ihr einen Schaden von maximal 2,3 Millionen. Maximal. Und er hat gesagt, weisen Sie diese Investoren endlich auch mal von der Scholle. Das geschieht nämlich viel zu selten, weswegen wir keine obergerichtliche Rechtsprechung dazu haben. Aber haben Sie mal den Mut. Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine stolze Gemeinde, die kommunale Planungshoheit liegt bei uns. Und nicht ein Privateigentümer hat, nur weil es sein Privateigentum ist, das Recht, dieses auch durchzusetzen. Die Planungshoheit liegt bei uns, bei der BVV. Insofern ist mir und den meisten von Ihnen nicht bange darum, dass wir nicht mehr über 50-50 reden. Wir sind froh, dass das vom Tisch ist. Wir sind auch froh über die Auskunft des Senats von Berlin, dass er dieses Verfahren nicht an sich ziehen möchte. Er wäre auch schon blöd, sich so viel Ärger in die Backe zu holen. Sondern, dass wir die Chance haben, jetzt auch deutsche Gerichte zu vertrauen. Dem vertraue ich nämlich. Und ich gebe Ihnen recht, Herr Wonnemann, wir sind hier alles inzwischen klug gewordene Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben Grund, auch unsere rechtlichen Chancen als stark einzusehen. Auch allein die Kündigungsfrage ist alles andere als trivial, wie wir inzwischen wissen. Und deswegen, Herr Schulte, ist es umso erstaunlicher, dass Sie jetzt sich nicht sozusagen entschieden auf die Haltung, auf die Beschlusslage der BVV beziehen und zu sagen, ja, wir sichern jetzt dieses Bürgerbegehren, vorher tue ich nichts und meine Verwaltung tut auch nichts. Und unsere Rechtsposition hier ohne Not, ich sehe heute ohne Not, als so dramatisch darstellen. Ich wollte nur sichergehen, dass ich nichts übersehen habe, weil wir nur Wortmeldungen hier rechts von mir vorliegen, von links kam das ja gar nichts. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Dann bitte Frau Klose und anschließend Herr Schulte. Ja, ich möchte nochmal an das anschließen, was Frau Ruani gesagt hat. Herr Schulte, kein Mensch möchte Sie in die Rolle drängen, einer gegen alle. Sondern schließen Sie sich doch uns an. Aus, wenn sie öffentlich
sogar im Fernsehen sagen, dass sie unsere Rechtsposition für schlecht halten. Sie haben damals in der Lindenkirche gesagt, ich kann nicht sagen, alles was ich sage, wird man vor Gericht gegen mich verwenden. Das habe ich eingesehen, das habe ich verstanden. Aber dann verstehe ich nicht, wie sie jetzt, selbst im Fernsehen, in der Öffentlichkeit ständig sagen kann, meine Rechtsposition ist schlecht, ich werde sowieso verlieren, deshalb ist alles aussichtslos. Wir sind doch gemeinsam viel stärker, sowohl vor Gericht, weil was soll ein Gericht denken, wenn da nicht mal der eine von beiden Seiten hinkommt und sagt, ich verliere sowieso. Aber wir wären, selbst wenn eine Entschädigung in Kraft treten würde, auch, davon bin ich fest überzeugt, auch dem Land gegenüber, viel stärker, wenn wir gemeinsam auftreten würden und nicht gegeneinander agieren würden. Und deshalb nicht nur an Sie als Stadtrat, sondern natürlich auch an die SPD-Fraktion. Akzeptieren Sie das so, wie jetzt der Antrag gefallen ist und sagen Sie, gut, das ist eben so, da habe ich verloren, ich habe eine andere Meinung, aber ich erkenne an, dass die Mehrheit das anders möchte und da ziehen wir jetzt auch gemeinsam an einem Strang. Denn Sie haben immer gesagt, in dem Erhalt grundsätzlich sind wir uns eigentlich einig. Dann stellen Sie das jetzt auch unter Beweis. Es ist interessant zu hören, dass man einfach mal so Recht und Gesetz außer Kraft setzen kann. Frau Romani hat gefordert, dass ich Anträge, wo es nach dem Baurecht bestimmte Bearbeitungsfristen gibt, bearbeiten muss, einfach liegen lassen. Das hat Frau Romani gesagt, dass wenn ein Antrag kommt, dass ich ihn einfach ignorieren soll. Das darf ich nicht. Das habe ich vorhin gesagt. Ich muss dazu eine Entscheidung treffen. Und ich habe auch gesagt, und das ist eben das Dilemma, und da sind die anderen, die hier sitzen, in einer komfortablen Situation. Weil wenn ich zum Beispiel, ich habe es vorhin gesagt, ein Erschließungsangebot ablehne und das Gericht im Nachhinein, weil ich dann sage, hier, ne, geschlossen rein, dann das Gericht sagt, ne, was lehnt eigentlich dieses Erschließungsangebot ab, es war annehmbar. Dann ist eine Erschließungspflicht entstanden, dann muss die Gemeinde blechen, ich habe es gesagt. Und das ist einfach so, das wird einfach so weggewischt. Und ich finde, ich muss das auch wirklich sagen, Herr Vonnemann, Sie haben zitiert, Sie haben bestimmte Sachen zitiert, aber natürlich nur Teile. Ich könnte jetzt andere machen, mache ich nicht, weil das ist natürlich immer schön, dass man sich seine Zitate raussucht, mache ich aber nicht, weil natürlich auch in den Akten auch viele andere Zitate stehen, die man natürlich eigentlich der Ehrlichkeit halber auch sagen müsste. Frau Hahn hat gesagt, Planungshoheit liegt bei uns. Ja, richtig, die Planungshoheit liegt bei uns. Sie ist damals in den 60er Jahren auch gezogen worden, indem man sich entschieden hat, eine Wohnungsbebauung dort zu planen. Diese Planung, das hat damals die Gemeinde beschlossen, das hat das Land Berlin beschlossen. Damit ist ein bestimmter Wert entstanden für diese Fläche. Ja, das ist der Wert, zu dem die Post das verkauft hat. Und die Post hat damals auch in den Verfahren schon Einwendungen auch gemacht und auch deutlich gesagt, dass sie auf diesen Hinweis, auch darauf hinweist, dass es auch hier eine planungsbefangene Fläche ist. Und das kann man alles nicht wegdiskutieren. Man kann nicht einfach sagen, ja, die Planungshoheit ist da. Weil wenn ich das verändere, dann komme ich tatsächlich in eine Situation, wo dann die Frage der Entschädigung aufgerufen wird. Und das ist auch unstrittig. Das haben wir auch alle gelernt. Strittig. Und sie ist strittig. Naja, sie ist strittig, genau, ja, richtig. Strittig. Aber nicht unstrittig. Nein. Reden wir nicht Konflikte weg. Nein, ich rede keine Konflikte weg. Ich habe gesagt, dass es so ist, dass die Frage, dass eine Entschädigung entstehen könnte, dass das unstrittig ist. Die Höhe, das ist tatsächlich strittig. Da kann man tatsächlich auch drüber streiten. So, und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, ich will es auch nochmal sagen. Wir fangen jetzt erst, heute wird ja erst mit dem Bürgerbegehren angefangen, mit der Sammlung von Stiften, weil man vor Gericht gegangen ist, die Kleingärtner. Und wir haben ja gehört, Frau Hanig glaubt an die deutschen Gerichte. Und das deutsche Gericht, ein deutsches Gericht, hat entschieden, und da zitiere ich dann doch mal, weil ja recht sozusagen das, was Gerichte sagen, so wichtig ist, wie Frau Hanig sagt. Unsere Prognose von bis zu 25 Millionen, die ja als so völlig utopisch und völlig Illusion, als Illusion dargestellt worden ist.
Ja, es ist wirklich auch schwierig, wenn man weiß, dass man natürlich nicht hier begeistert gefeiert wird, dann verspricht man sich auch, das gehört dazu. Aber ich bin hierher gekommen, weil ich das auch wichtig finde, dass Sie auch die Argumentationen hören. Und insofern finde ich solche Lacher einfach immer ein bisschen peinlich für diejenigen, die lachen. Sitzen Sie mal hier vorne und reden gegen 400, dann würden Sie auch freuen. Äußerungen zu verzichten. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er, obwohl er weiß, dass seine Meinung hier nicht sonderlich geschätzt wird, trotzdem den Mut und auch die Courage aufbringt, sich jetzt hier hinzusetzen und seine Meinung zu vertreten. Das gehört ja auch zu meiner Aufgabe. Diese Prognose von bis zu 25 Millionen ist jedoch aufgrund von Tatsachen vorzunehmen, sagt das Gericht. Sowohl die Tatsachen als auch die Schlussfolgerungen hieraus können durch das Gericht geprüft werden, hat das Gericht gesagt. Gemessen hieran ist die Kosteneinschätzung des Bezirksamtes plausibel. So, das Gericht hat gesagt, ja, diese Kosteneinschätzung ist plausibel. Und dann stehe ich tatsächlich vor dem Dilemma, wie gehe ich mit einem Bebauungsplan um, wo ich ein Risiko von bis zu 25 Millionen habe. Und diese Frage muss ich beantworten. Und hätten Sie heute in der gleichen Stärke die Haushaltsberatung miterlebt, ich habe es vorhin gesagt, dann wissen Sie, dass man diese Frage nicht einfach so wegwischen kann. Man kann sie nicht wegdiskutieren. Und jetzt nochmal, und das ist der letzte Punkt, den ich auch sage, weil der mich wirklich maßlos ärgert, zu sagen, ich würde, und das, ich muss es Herr Vornemann wirklich nochmal sagen, dass Sie mir hier vorwerfen, Sie hätten das Gefühl, ich würde es zum Mittel zum Zweck machen. Sie kennen mich wirklich nicht. Sie haben meine politische Arbeit nicht verfolgt und behaupten das hier einfach. Und ich finde, deswegen muss ich es dann nochmal sagen, dass Sie CDU-Mitglied sind, muss man einfach nochmal sagen, weil nämlich hier drei CDU-Vertreter sind. Ich will es nur sagen, damit man es einfach nur weiß. Und Folgendes, ich habe im Juni 2012 den Finanzsenator Ulrich Nussbaum, den ich, obwohl er von meiner Partei gestellt wurde, ich überhaupt nicht groß schätze, geschrieben, dass tatsächlich auch hier wir vorhaben und auch wollen, dass tatsächlich dieser Plan als private Dauerkleingelten festgesetzt wird. Aber dass ich eine Absicherung des Risikos von der Senatsverwaltung zu Finanzen haben wollte. Den gleichen Brief hat übrigens Herr Röhler an Herrn Sarrazin damals geschrieben. Wir haben uns beide eine blutige Nase geholt. Sowohl Herr Sarrazin als auch Herr Nussbaum haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Und deswegen wissen wir auch, dass wenn wir so einen Bebauungsplan festsetzen würden, uns keiner aus der Patsche helfen würde. Und deswegen, Frau Klose, sagen Sie mir als Haushaltsvorsitzende, wo würden Sie denn, ich sage jetzt nicht 25 Millionen, ich sage jetzt 10 Millionen rausholen wollen. Wo wollen Sie 10 Millionen aus unserem Haushalt rausholen, damit Sie tatsächlich die Parzellen für Mühlhausen sichern? Und das haben Sie mir bisher auch noch nie beantwortet. Das ist für mich eine Frage, die bleibt offen. Die muss man einfach stellen, weil sie zur Ehrlichkeit dazuhört. Und deswegen ist der Bebauungsplan, und ich sage es nochmal, auch wenn der Bürgerentscheid durchkommt, nicht festsetzungsfähig. Und deswegen stehen wir dann auch, egal, Frau Wani, wenn Sie dann tatsächlich das Forum erreicht wurden, stehen wir wieder vom Anfang. Dann stehen wir wieder vom Anfang und kommen wieder sozusagen in die Diskussion. Wir gehen mit dem Erschließungsangebot und so weiter und so fort. Und dann stehen wir wieder vor diesem Dilemma. Ich möchte ja zum Verfahren Folgendes vorschlagen, da ja, wie man sieht, verstärkt versucht wurde, aus dem Publikum jetzt, aus dem Auditorium heraus zu argumentieren, dass wir ein Mikrofon nach unten stellen, sodass eben auch aus dem Publikum Fragen gestellt werden können. Und bis wir soweit sind, hat Frau Schmidt-Schmelz nochmal das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte jetzt auch nochmal als SPD-Fraktion, weil der Stadtrat ja als Verwaltungsmensch gesprochen hat, reden. Frau Urani, natürlich haben auch wir uns informiert, haben auch mit Leuten gesprochen und unter anderem habe ich mit einem Gutachter für bebaute und unbebaute Grundstücke gesprochen. Ein öffentlich bestellter, also auch an Gerichten zugelassener Gutachter. Diese Gutachter stellen dann im Auftrag, wenn Oeynhausen zum Beispiel vor das Gericht gehen würde, Gutachten darüber an, wie viel so ein Grundstück wirklich wert ist. Und der hat einfach mal spaßeshalber die Zahlen vom Gutachterausschuss eingeholt und hat alles gemacht, was er machen würde, wenn er das Grundstück wirklich bewerten müsste. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, dass es wirklich um 23 bis 25 Millionen Euro Entschädigungssumme es sich handeln müsste. Das von einem Gutachter. Und es ist nicht so, dass wir die Kleingartenvernichter sind oder dass wir keine Kleingärten im Bezirk haben wollen, weil wir Wohnungsbau machen wollen.
Es ist eher andersrum. Auch wir haben den Antrag unterstützt, dass keine Kleingartenflächen im Bezirk Wohnungsbau geopfert werden sollen. Und dazu stehen wir auch. Und da werden wir auch gegenüber dem Land uns einsetzen als Fraktion und auch auf unsere eigenen Leute auf Landesebene einwirken. Aber bei Oeynhausen, das hat Herr Ronnemann sehr schön ausgeführt, gibt es verschiedene Rechtsauffassungen. Und wir haben eine andere Rechtsauffassung als die anderen Podiumsgäste und auch die meisten hier im Raum. Und ich glaube aber, das kann man uns auch nicht vorwerfen. Eine unterschiedliche Rechtsauffassung macht einen nicht zu einem schlechteren Menschen. Also aus unserer Sicht tun wir jetzt, oder hat die BVV jetzt was beschlossen, was die Kleingärten mehr gefährdet als der Beschluss oder den Kompromiss, den wir davor gefasst hatten. Noch, aber ich denke, wir sollten sehen, dass wir vielleicht noch uns ein bisschen im Moment so ein bisschen an den Punkt angelangt, wo unterschiedliche Rechtspositionen einfach wiederholt aufgerufen und werden. Und das ist bei allem Verständnis für denjenigen, der sie gerade aufruft, sicherlich nicht sonderlich förderlich. Also wir sollten schon sehen, dass mit der Diskussion irgendwie noch weiterkommt. Es muss uns klar sein, dass hier Kontroversen vorliegen, die können wir einfach nicht überbrücken. Muss jetzt stundenlang weiter Rechtspositionen auszutauschen, halte ich für nicht zielführend. Trotzdem noch eben und damit irgendwie vielleicht, was allein diesen Austausch an Rechtspositionen anbelangt, bevor man. Ich will gar keine Rechtspositionen erläutern, sondern ich will nur zu zwei Dingen, die Herr Schulte angesprochen hat, kurz etwas sagen und das richtigstellen. Also zunächst einmal in der Tat, ich bin CDU-Mitglied, aber Herr Schulte, es sitzen hier nicht drei CDU-Vertreter, es sitzen hier zwei CDU-Vertreter und ein Vertreter der Bürgerinitiative. Und ich muss Ihnen sagen, wir sind eine Organisation, die in einem Ziel sich vereint, nämlich das ist der Erhalt des Kleingartengeländes in Oeynhausen. Und es interessiert niemanden, ob jemand in der CDU, bei den Linken, bei den Piraten, bei den Grünen oder sonst wo. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mich zu meiner Parteimitgliedschaft zu bekennen. Nur, dass Sie diese Parteimitgliedschaft anführen und dann sagen, hier sitzen drei CDU-Vertreter und ich muss jetzt hier gegen drei CDU-Vertreter angehen. Herr Schulte, das ist einfach eine ganz, ganz billige Masche, um Bürgerinitiativen zu diskreditieren. Da sagt man, ihr habt da was zu tun. Oder ihr habt da eine Linke. Oder ihr habt Piraten oder Grüne. Hättet ihr keine Grünen, hättet ihr keine CDUler, dann wäret ihr eine gute Bürgerinitiative. Aber solange ihr CDU-Leute habt oder Grüne habt, seid ihr eine schlechte. Herr Schulte, das ist eine billige Masche und ehrlich gesagt, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, lange war es bisher nicht, aber einen gewissen Eindruck gewinnt man, das ist ihrer auch nicht würdig. Erster Punkt. Zweiter Punkt zu dem Verwaltungsgerichtsurteil, das Sie angeführt haben. Und auch da machen Sie etwas, was ich nicht ganz fair finde. Deswegen, ich will das mal kurz erläutern. Es gab einen Verwaltungsgerichtsprozess. Gegenstand dieses Verwaltungsgerichtsprozesses war der Text des Bürgerbegehrens. Das Bezirksamt hat den Initiatoren dieses Bürgerbegehrens den Zusatz in dem Text des Bürgerbegehrens und über den muss man sich mit dem Bezirksamt vorher einigen, bevor man ein solches Bürgerbegehren startet, den Zusatz aufgezwungen zunächst einmal, dass ein Entschädigungsrisiko in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro bestehen könne, wenn der Bebauungsplan Sicherung der Kleingärten festgesetzt würde. Darum drehte sich der Streit, weil die Initiatoren dieses Bürgerbegehrens natürlich diesen Zusatz nicht wollten, in der Angst, dass gegebenenfalls einige Personen, die grundsätzlich zum Unterschreiben bereit gewesen wären, sich davon abschrecken ließen. Das war Gegenstand des Streits. Und das Einzige, was das Verwaltungsgericht entschieden hat, ist, dass der Text bleibt, dass der Text aufgrund einer Berechnung, die in der Verwaltung von Herrn Schulte vorgenommen worden ist, plausibel ist. Es hat aber überhaupt nicht über die Frage entschieden, gibt es ein Entschädigungsrisiko? Und es hat schon gar nicht darüber entschieden, in welcher Höhe kann dieses Entschädigungsrisiko entstehen. Es hat nur festgestellt, die Methode, wie man dieses Risiko berechnet hat. Und übrigens, man hat das einfach nur aufgrund der vorhandenen Rechtsgutachten gemacht und hat die Rechtsgutachten nebeneinander gelegt und hat ermittelt, was kommt raus, wenn diese Rechtsgutachten die Rechtslage widerspiegeln. Mehr hat man nicht getan. Und das Gericht hat nur gesagt, diese Berechnung war plausibel. Das heißt aber überhaupt nichts darüber, gibt es eine Entschädigung, ein Entschädigungsrisiko und in welcher Höhe besteht das.
Und wenn Sie, Herr Schulte, so tun, als hätte das Gericht darüber entschieden, dann ist das eine gewisse Form der Irreführung, wie ich finde. Grundlegende Sache jetzt sagen, und zwar was die Parteienzugehörigkeit von Mitgliedern der BI anbelangt. Wir sind als Bürgerinitiative parteipolitisch neutral. Es ist jeder willkommen, aus egal welcher Partei, solange sie sich praktisch gesetzeskonform verhält. Insofern möchte ich diese Punkte eigentlich nicht weiter erörtern. Es ist wirklich eigentlich sinnlos. Das Zweite ist, dass hier offenbar aufgrund der unterschiedlichen Rechtsauffassung, die wir haben, es wirklich schwierig ist, jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, in welche Richtung diskutieren wir jetzt hier weiter, und dass wir vielleicht immer noch das Gefühl haben, wir haben irgendetwas an Neuem, Substanziellen erreicht. Ich würde deshalb vielleicht vorschlagen, dass wir irgendwie anfangen, jetzt darüber zu reden, was denn einer, die auf dem Podium sitzenden als nächstes als Absicht haben, was getan werden soll. Wenn Publikumsfragen sind, bitte vorne, kommen Sie an das Mikrofon. Ja, ich hatte ja gesagt, wir stellen das Mikrofon dahin. Also wir wollen jetzt bitte nicht, dass hier jetzt irgendein Streit ums Mikrofon steht. Jeder, der irgendwie, ich kann jetzt unmöglich hier die ganzen Redebeiträge notifizieren, also derjenige, der reden möchte, muss sich ans Mikrofon begeben und der muss auch akzeptieren, dass zwischendurch das Podium sich äußert. Bitte. Also ich möchte nur auf das eingehen, was Frau Schmidt-Schmelz gesagt hat, ganz kurz. Was Herr Schulte gesagt hat, hat Herr Wonnemann schon in meinem Sinne geantwortet, was das Verwaltungsgericht, Gerichtsurteil angeht. Frau Schmidt-Schmelz, Sie sprechen, Sie sagen, Sie haben mit einem Baugutachter gesprochen und dieser Baugutachter kommt zu einer Entschädigungssumme. Ein Baugutachter kann aber nur ein erschlossenes Grundstück so begutachten, wie Sie es darstellen, und nicht ein unerschlossenes. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist an die Richtung der SPD gewandt. Der Koloniervorstand von Oeynhausen und auch die Bürgerinitiative, wir haben mehrere, insbesondere jetzt auch wieder nachdem ich als Vertrauensperson Akteneinsicht hatte, wir haben öfter schon mal angefragt, ob denn die Fraktion vielleicht mal mit den Verantwortlichen des Vereins ein Gespräch führen, so wie es die Grünen, so wie es auch die CDU getan hat, wie es auch die Piraten tun. Ich habe bisher noch nie eine Antwort aus der SPD-Fraktion auf alle meine Schreiben erhalten, geschweige denn mal ein Gesprächsangebot. Sie wollen nicht mit uns reden, weil sie Angst haben, wir könnten ihnen unsere Rechtsauffassung so gut darlegen, wie es auch schon in einzelnen Gesprächen passiert ist. Und ich frage an Herrn Schulte gerichtet, warum greifen Sie denn nicht unseren Vorschlag? Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben. Warum greifen Sie denn nicht unseren Vorschlag einmal auf und besprechen mit Ihren Baujuristen, inwiefern dieser Vorschlag verwertbar ist, anstatt immer die gleichen Kamellen zu erzählen? Ich weiß, das ist jetzt die dritte Veranstaltung in der breiten Öffentlichkeit, wo Sie auftreten und Sie erzählen immer dasselbe. Spaziergang mit Leuten unterhalten haben, denn sie erzählt immer nur von den enormen Risiken. Nehmen Sie doch einfach mal zur Kenntnis, dass es eine andere Bewertung gibt. Dankeschön. Ich muss die nächste Publikumsfrage zur Kenntnis und Herr Schröder erhält anschließend noch Gelegenheit, darauf einzugehen. Ich meine, das Internet ist eine schöne Sache. Das Internet ist eine schöne Sache, man findet viel Information, unter anderem auch auf der Seite des Landes, hier im Überblick über die Kleingärten. Und wenn man sich da durchguckt, stellt man fest und kann es herausrechnen, dass nach dem Grade der Planung, nach dem Grade der Sicherung in Charlottenburg-Wilmersdorf über 2200 Kleingärten als gefährdet einzuschätzen wären. Darunter gehören unter anderem so ungefähr rund 200 Kleingärten, die sich in der Verfügungsgewalt der Oberfinanzdirektion befinden. Auch unterschiedlichen Maßen, gesichert bis 10, bis 20 oder schon einfach noch ungesichert. Sie haben sich alle hier vorne geäußert, dass sie für den Erhalt der Kleingärten sind, dass sie das unterstützen. Ich habe zwei Fragen konkret an die Verwaltung, an Herrn Gröhle, an Herrn Schulte.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn aus Verwaltungshandeln durch Festlegung von Veränderungsplänen, Bebauungsplänen oder Nichtfestlegung von Bebauungsplänen, diese außer Eulenhausen existierenden Kleingärten in Perspektive zu sichern? Ich nehme mal an, davon ist ein, sag mal, eigentlich relativ schneller Handlungsbedarf da. Auch die, die sich auf privaten Gelände befinden. Ich kann ja das Maß der Bebauung vorgeben und, und. Und die zweite Frage, vor allen Dingen an die möglichen Abgeordneten, Bundestagsabgeordnete, aber auch an alle hier Abgeordneten. Wie stehen Sie überhaupt zum Umgang mit Bürgerinitiativen? Ich bin dafür, den zweiten Teil der Frage, so interessant ist, nicht zu behandeln, wenn wir jetzt jeden Kandidaten für den Bundestag mit zu Wort kommen lassen und seine Meinung über Bürgerinitiativen ausdrücken, bewegen wir uns zunehmend vom Thema weg. Auch läuft der Gefahr, dass damit der Rest des Abends immer vorbei ist. Ja, bitte die nächste Frage. Ja, ich denke, Konsens ist natürlich bei allen Parteien, dass wir die Kleingärten behalten wollen, dass wir sie brauchen. Und ich denke, das macht einen ganz großen Teil der Attraktivität unserer Stadt aus, dass wir eine grüne Stadt sind. Deswegen lebe ich hier gerne. Das möchte ich auch so erhalten. Sicherlich brauchen wir Wohnraum, aber aus meiner Sicht brauchen wir keine Luxusgebäude, sondern wir brauchen wieder sozialen Wohnungsbau. Das heißt Bauten, wo Menschen auch die Miete bezahlen können. Das ist leider von Wohnungsbau in Berlin tot, den gibt es nicht mehr. Wir brauchen ihn ganz dringend. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, ich bin nicht ganz so mutlos. Wer weiß, ich glaube, einige haben das verfolgt. In Pankow, wo gab es ein Haus für ältere Menschen, das sollte geräumt werden, weil da andere Bedarf bestand. Die älteren Menschen haben es besetzt und kein Polizist hat sich getraut, diese Menschen rauszutragen. Und ich denke, natürlich müssen wir die Unterschriften sammeln, aber wenn das nicht klappt und wenn es einen Konsens gibt in allen Parteien, dass wir das erhalten müssen, dann möchte ich den sehen, der die Leute vom Gelände trägt. Ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn die 25 Millionen immer kommen. Was sind denn diese 25 Millionen A gegen die Gesundheit der Menschen und B, was geht bei unserem Flughafen an Geld weg? Ja, Herr Wirzkopf noch und dann würde ich sagen, müssen wir dem Podium mal die Gelegenheit geben zu antworten. Gut, also mein Name ist Piastrop, ich bin seit kurzem Vorsitzender des Bezirksverbandes der Kleingärtner. Schönen Dank, Herr Vollermann, dass Sie die Naturwissenschaft zitiert haben, nicht? Die Fallgeschwindigkeit des Wurzelers 2 mal GMA, da kann auch kein Jurist was gegen haben. Deswegen möchte ich jetzt mal bitte von den juristischen Streitereien abkommen. Für mich ist eins unverständlich. Der Flächennutzungsplan 94 hat die Kolonie Oelnhausen festgelegt als Kleingartenland. Das ist vom Abgeordnetenhaus in Berlin beschlossen worden. Und warum gilt das heute nicht mehr? Das ist ein Versprechen an die Kleingärtner gewesen. Man hat uns immer auch immer wieder gesagt, ihr seid gesichert, ihr seid quasi eine gesicherte Kleingartenanlage. Und jetzt muss auch der Senat zu sein und alle die Leute, die darüber abgestimmt werden, zu ihrem Wort stehen. Und wenn es wirklich einen Entschädigungsanspruch gibt, dann muss es aus der Landeskasse bezahlt werden. Denn die haben es versprochen und die müssen auch dafür einstehen. Ich möchte jetzt gerne jetzt eine Antwort, weil es wurde ja immerhin gesagt, jetzt direkt angegangen, es sind ja Fragen, die sozusagen an die Baustadträte mehr oder minder zu stellen sind. Warum wurden immer Versprechungen gemacht, warum wurden sie nie eingehalten? Herr Kröler, möchten Sie dazu was sagen? Die Frage Flächennutzungsplan ist ja sehr berechtigt. Ich könnte die Frage jetzt noch ein Stück weiter zuspitzen. Im Luftreinhalteplan des Landes Berlin ist Oelnhausen als grün gekennzeichnet. Und noch schlimmer, meine Damen und Herren,
im Kleingartenentwicklungsplan, den die Senatsverwaltung dem Abgeordnetenhaus 2011 vorgelegt hat, also wir müssen gar nicht bis zum Flächennutzungsplan 94 zurückgehen, sondern 2011, ist Oeynhausen als hochgesicherte Kleingartenanlage verzeichnet. So, da hat der Senat von Berlin dem Abgeordnetenhaus mitgeteilt, diese Kleingartenfläche ist hochgesichert. Und wenn wir jetzt versuchen, sie über ein Bebauungsplanverfahren zu sichern und wir dann wirklich in eine Entschädigungspflicht kommen sollen, dann sehe ich das ganz genauso. Das Land hat das versprochen und da muss dann das Land und die Politik auch Glaubwürdigkeit zeigen. Und das Bezirksamt Wilmersdorf und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat bis 2011 aus meiner Sicht, ich sage das jetzt auch mal für meine Vorgänger, alles getan, was damals möglich war, um dieses Bebauungsplanverfahren auf den Weg zu bringen und tatsächlich zur Festsetzung zu bringen. Das Einzige, was mich eben sehr erstaunt hat, war, als Herr Schulte gesagt hat, selbst wenn das Bürgerbegehren erfolgreich ist, und ich sage jetzt mal, wahrscheinlich meint ihr auch, wenn der Bürger entscheidet, das wäre dann die nächste Stufe, erfolgreich wäre, der Bebauungsplan ist nicht festsetzungsfähig. Das heißt ja mit anderen Worten nichts anderes, wie egal, was ihr in dem Bürgerbegehren und Bürgerentscheid abstimmt, wir werden es nicht machen. Den Satz kenne ich von Klaus Wobereit. Egal, wie ihr zu Tempelhof stimmt, wir werden es nicht machen. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was der Herr Becker gesagt hat. Nämlich, da wurde ja die Frage gestellt, pardon, Nein, ich wollte jetzt noch einmal die Gelegenheit nutzen zur Nachfrage, weil Sie jetzt ja wieder das Land ins Spiel gebracht haben. Und wir alle wissen, dass auf Landesebene in Berlin zurzeit wir eine SPD-CDU-Koalition haben. So, und jetzt habe ich gehört, ne, Sie haben sich zwischendurch mal eingesetzt dafür. Und aber trotzdem wäre es jetzt doch mal wieder Gelegenheit. Deswegen wüsste ich einfach mal gerne, es wird doch bestimmt irgendeinen nächsten Termin geben, Koalitionsausschuss auf Landesebene. Wie sieht das denn aus mit der CDU? Charlottenburg-Wilmersdorf hat doch eine gewisse Stimmengewalt im Landesverband. Das kann doch nicht sein, dass wir da gar nichts zu sagen haben. Also wie sieht es denn aus? Kann man sich denn darauf verlassen, dass von Charlottenburg-Wilmersdorf der CDU auf Landesebene entsprechende Unterstützung wird und dass das Thema wird im Koalitionsausschuss zwischen SPD und CDU auf Landesebene? Ich werde mich dafür einsetzen und ich kann ziemlich sicher sein, dass das erfolgreich ist, weil der Kreisvorstand der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich genauso wie die Fraktion mit dem Thema beschäftigt. Beide Gremien haben gesagt, sie wollen Oeynhausen retten. Beide Gremien haben gesagt, sie werden das Bürgerbegehren unterstützen. Und in diesen Gremien sitzen auch die entsprechenden Abgeordneten der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf. Und insofern hat dort auch keiner widersprochen. Die wissen auch, was das am Ende des Tages heißt. Und ich werde mich deshalb dafür einsetzen, dass wenn Bürgerbegehren und Bürgerentscheid erfolgreich sind und es am Ende des Tages, was wir ja gar nicht wissen, wenn es am Ende des Tages wirklich vor Gericht zu einer Entschädigung kommt, dass das Land Berlin dann auch diese Entschädigung zahlt. Das muss man einfach wissen, aber man kann dieses Risiko, glaube ich, auch eingehen und es ist beherrschbar. Und den ganzen Abend immer nur die Angst vor sich herzutragen und zu sagen, wir werden alle untergehen, das ist nicht die Form von Politik, die ich erwarte. Da war eine Frage, die über Oeynhausen hinausging. Da war die Frage, wie sichert ihr denn die sonstigen Kleingartenflächen in Charlottenburg-Wilmersdorf? Da sind wir zumindest, was Ruwald angeht, ein großes zusammenhängendes Kleingartengebiet in Charlottenburg am Spandauer Damm auf einem guten Weg. Da wird es zwar keinen Bebauungsplan geben, der die Kleingärten als Kleingärten ausweist, weil das aus zahlreichen rechtlichen Gründen nicht geht, die müssen wir jetzt hier nicht erörtern, aber wir werden das alte Baurecht aus den 60er Jahren aufheben, das habe ich ja damals eingeleitet, der Kollege Schulte wird es vollenden und dann gilt eben nicht mehr dort die Möglichkeit, es mit Hochhäusern und Straßen zu bebauen, sondern dann ist es eine nicht bebaubare Fläche und damit sind die Kleingärten geschützt. Ich würde die Zahl, dass 2000 Parzellen in Charlottenburg-Wilmersdorf gefährdet sind, nicht so hoch ansetzen. In der Tat, es sind einige Kolonien gefährdet und da versucht die Politik zurzeit unter anderem die Schutzfristen zu verlängern, über 2020 hinaus. Ich weiß, dass eine Kolonie besonders gefährdet ist, bleibt treu, weil sich die Feuerwehr an der Stelle ausdehnen will. Aber da gibt es schon seitens der CDU Gespräche mit der Senatsinnenverwaltung, auf die Feuerwehr einzuwirken, dass dort vorläufig keine Ausdehnung der Hauptfeuerwache geplant wird, sodass dann auch Bleibtreu über 2014 hinaus deutlich gesichert werden kann.
Ich möchte jetzt nochmal einen Schwenk machen, zuerst zurück zu der ersten Publikumsfrage, die Herr Becker gestellt hat, die ja noch nicht beantwortet ist. Ich möchte sie nochmal kurz zusammenfassen. Es ging darum, dass die juristischen Sachwalter der Kleingärtner einen Vorschlag unterbreitet haben, wie es in Bezug möglich ist, einerseits Önhausen vollständig zu erhalten und zweitens Schadensersatz zu vermeiden. Und die Frage war, haben Sie das geprüft oder haben Sie es Ihren Juristen zur Prüfung übergeben? Da können Sie eigentlich ganz kurz und knapp mit Ja oder Nein antworten. Selbstverständlich habe ich das zur Prüfung auch weitergegeben und auch schon ein Ergebnis dieser Prüfung bekommen. Es bezieht sich hier natürlich diese auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster aus dem Jahre 1988, der Strohhalm, der noch da ist. Und es ist so, dass es seitdem vom Bundesverwaltungsgericht, vom Bundesgerichtshof alles deutliche Entscheidungen gibt, die diesem Urteil widersprechen. Insofern ist es nicht die herrschende Meinung und insofern ist es tatsächlich keine wirklich sichere Brücke, über die man gehen kann. Es ist so. Und ich habe, Herr Vornemann, Sie haben vorhin deswegen gesagt, das Gericht, haben Sie hier gesagt, hätte keine Aussage zu der Frage Entschädigung gemacht. Deswegen will ich zwei Leitsätze zitieren, um einfach zu zeigen, dass Sie auch etwas unsauber argumentieren. Das Bezirksamt ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Gebiet der Kleingartenkolonie Bönhausen derzeit bauplanungsrechtlich als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen ist und im Falle der bauplanrechtlichen Festsetzung des Gebietes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung private Dauerkleingärten Übernahme bzw. Entschädigungsansprüche entstehen. Und dann auch noch auch der nächste Satz. Das Bezirksamt hat auf der Grundlage und nach Würdigung der drei Rechtsgutachten fehlerfrei angenommen, dass im Falle der planungsrechtlichen Festsetzung des Gebietes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung private Dauerkleingärten ein Risiko für Übernahme bzw. Entschädigungsansprüche der Grundstückseigentümer besteht. Und wirklich Ironie nochmal, auch das ist sehr schön, der letzte Absatz des Gerichtsurteils. Soweit das Bezirksamt des Beklagten bei der Kosteneinschätzung die vom zuständigen Fachreferat ermittelten 26 Millionen, denn die Rechnung sagt 26 Millionen, in Ansehung weiterer Unsichtbarkeiten auf 25 Millionen Euro abgerundet hat, ist dies zwar nicht im Einzelnen nachvollziehbar, da sich eine solche Abrundung indes nicht zum Nachteil der Kläger, also der Kleingärtner, auswirken kann, ist sie für die rechtliche Beurteilung unerheblich. Die Richterin sagt also, wir hätten 26 Millionen eigentlich angeben müssen. Das wäre sozusagen plausibel und richtig gewesen und rügt uns in den letzten Satz, warum habt ihr nur 25 angegeben? Aber, nein, ich würde schon sagen, Herr Vollmann hat es so dargestellt, als ob dieses Urteil dieses Gericht sich dazu gar nicht geäußert hat. Das Gericht hat sich dazu geäußert und das Gericht hat dazu eine Position gemacht. Und insofern will ich, das ist nicht falsch, ich habe zitiert aus dem Gericht und Frau Wani hat ja gesagt, sie vertraut den deutschen Gerichten. Ich vertraue auch natürlich den deutschen Gerichten, aber ich finde es dann immer interessant, dass man nur einzelnen deutschen Gerichten vertraut. Herr Schulte, Sie sprechen von Übernahme oder Entschädigung. Übernahme sind 900.000. Wir reden von einer Spanne zwischen 900.000 und 500.000. Einfach um genau zu sein. Wir sind schon wieder bei der juristischen Bewährung. Wir wollen es auch davon weg. Ja, aber ich finde nur, wenn Herr Vornemann tatsächlich mir hier vorwerft, bestimmte Sachen, dann muss ich dazu einfach äußern, weil ich finde, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was Herr Gröler gesagt hat. Ich habe vorhin so gesagt, die rechtliche Wertung eines Bürgerentscheids, ich habe darüber informiert. Und dass Sie, Herr Gröler, jetzt populistisch das so darlegen, als ob das dann tatsächlich eine sozusagen diese Missachtung ist, wenn ich nur auf die rechtliche Sachen hinweise. Denn Sie sind doch Jurist, Sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Und ich finde es immer schade, dass Sie, um einfach nur Beifall zu bekommen, so etwas sagen, obwohl Sie eigentlich als Jurist wissen, dass es besser ist. Und für mich, und ich sage es nochmal, ich finde die Entscheidung des Finanzsenators nicht in Ordnung. Ich finde es auch nicht gut, wie er entschieden hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass uns der Senat hier unterstützt hätte. Das hat er aber nicht. Und ich sage nochmal, weder die CDU noch die SPD auf Landesebene hat dementsprechend einen Antrag gestellt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es fehlt uns da wirklich auch die Unterstützung der Landesebene. Ich möchte jetzt doch versuchen, ein bisschen von dieser juristischen Ebene wegzukommen. Frau Paus und Frau Schmidt-Schmelz hat sich noch gemeldet. Bitte kurz und möglichst nicht juristisch, damit wir die Publikumsfragen weitermachen können.
wollte einfach sagen zu der Frage Risiko. Ich bin jetzt keine Baurechtlerin, aber ich war eben auch lange im Abgeordnetenhaus, zum Beispiel in der Situation, als das Land Berlin den Bankenskandal hatte und eine hinterher eine Bürgschaft abgeben musste, eine Risikoabstimmung in Höhe von 21,5 Milliarden Euro. Ja? So, und da war es eben auch, das ist einfach so, weil die Kameralistik eben Risiko nicht bewerten kann, wird dann eben einfach, die höchste Zahl wird dann angegeben. Ja? Es ist nicht so gewesen, dass am Ende des Tages der Bankenskandal, obwohl er sehr, sehr teuer war, hat er aber nicht 21,5 Milliarden Euro gekostet, sondern hat ungefähr 7 bis 8 Milliarden Euro gekostet. So, und deswegen wundert mich dieses Verwaltungsgerichtsurteil überhaupt nicht. Natürlich, da wird eben einfach das angegeben und das ist plausibel, das stimmt. Aber es hat mit der Frage der Eintrittswahrscheinlichkeit null, aber auch wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Und das wollte ich einfach nochmal sagen. Nun, das ist richtig, sicherlich ein Unterschied zwischen Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit dafür und eine Risikoabschätzung ist eigentlich eine Bemaßung dieser Eintrittswahrscheinlichkeit. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht korrigieren. Ja, Herr Schirr, es tut mir leid, ich werde jetzt auch juristisch antworten, auch wenn ich keine Juristin bin, von daher wird es vielleicht nicht ganz so anders. Aber die Frage war juristisch. Herr Becker, Sie haben gesagt, man kann überhaupt gar keine Kosten für ein Grundstück ermitteln, beziehungsweise wie viel wert es ist, weil man die Erschließungskosten hat. Sie haben gesagt, die Erschließungskosten sind ja da. Diese Erschließungskosten werden pauschal berechnet und damit kann man natürlich einen Wert des Grundstückes ermitteln. Habe ich Sie falsch verstanden? Ich habe gesagt, dass Ihr Gutachter von einem erschlossenen Grundstück ausgegangen ist, aber es handelt sich um ein nicht erschlossenes Grundstück. Und wie Sie für Ölhausen, Gartenland, erklären Sie mal unserem Forstminister, wie das passiert ist, dass man ein Grundstück für 600.000 verkauft und jetzt soll 26 Millionen wert sein, unerschlossen als Gartenland. Das machen wir schon mal rein. Gut, aber trotzdem hat der Gutachter die Erschließungskosten rausgerechnet. Ansonsten das Gesprächsangebot. Nein, das ich darf noch gucken, dass wir uns jetzt nicht so hier praktisch erregen. Ja, es ist wirklich unhöflich gegenüber den Leuten, die aufs Podium sitzen. Und das bringt vor allen Dingen überhaupt nicht weiter. Bitte. Und Herr Becker, man muss es so berechnen, weil einfach ein Erschließungsangebot vorliegt. Es ist zwar noch nicht geprüft, ob das rechtlich ist und ob es angenommen werden kann, aber ich gehe stark davon aus, dass es so ist. Und von daher hat der Gutachter natürlich den Grundstückspreis minus die Erschließungskosten genommen. So, zu Ihrem, der Nachfrage, ob wir uns mit Ihnen treffen wollen, habe ich Frau Kelz vorhin schon gesagt, dass wir das sehr gerne machen. Wir haben nämlich keine Angst vor Ihrer Rechtsauffassung, wir sind ganz gespannt. Wir haben sie hier ja jetzt auch schon mitbekommen und ich befürchte trotzdem, dass wir da mit unseren Rechtsauffassungen nicht zusammenkommen werden. Ich möchte auch ganz kurz aus dem Urteil des Gerichtes zitieren und zwar einfach deswegen, weil es da auch auf den Flächennutzungsplan angeht. Und zwar sagt es, eine Wohnbebauung ist nach wie vor möglich. Die zwischenzeitlich ergangene Ausweisung im Flächennutzungsplan und im Kleinbadenentwicklungsplan sind in diesem Kontext nicht relevant. Hiervon gehen im Ergebnis auch die dem Bezirk vorliegenden drei Rechtsgutachten aus, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstattet worden sind. Also von daher wird dem Flächennutzungsplan hier keine Relevanz beigemessen. Gut. Jetzt bitte der Herr, der schon die ganze Zeit darauf wartet. Ja. Mein Name ist Werner Kleist. Ich habe keinen Kleingarten und bin auch kein Kleingärtner, sondern ich bin Anwohner und liebe diese Kleingärten und möchte gerne, dass sie erhalten bleiben. Diejenigen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner hier aus dieser Kolonie, die 20, 30 oder 40 Jahre schon dabei waren, kennen mich und wissen, dass ich mich jahrzehntelang für die Erhaltung der Kleingärten eingesetzt habe. Das fing an damals, Anfang der 70er Jahre, übrigens mit Versammlungen in dieser Aula hier, ja, um den Erhalt der Kleingartenanlage hier an der Friedrichshaller Straße. Die waren bedroht durch den Schlangenbader Autobahnüberbau und dort sollten Kindertagesstätte, Schule,
und Altenheime errichtet werden. Und dagegen richtete sich unser Kampf. Und ich will es kurz machen, der war glücklicherweise erfolgreich bis jetzt. Und wir konnten 2004 den 100. Geburtstag feiern. Und ich meine, so ist meine Erinnerung jedenfalls, unter einem prächtigen Sonnenschein. Denn die Bedrohung war nicht sichtlich. Ich will übrigens am Rande erwähnen, dass, und darauf bin ich stolz, dass mir der Bezirksverband der Wilmersdorfer Kleingärtner dafür die silberne Ehrenmedaille überreicht hat. Übrigens, gemeinsam mit Herrn Dr. Hassemar, den vielleicht viele noch kennen, der war hier Wilmersdorfer Abgeordneter und wir waren ein gutes Tandem. Das habe ich noch wunderbar in Erinnerung. 2004, also der schöne Geburtstag und wir fühlten keine Bedrohung. Und deswegen war ich außerordentlich erstaunt, dass 2008 das Postgelände verkauft wurde. Ja. Nicht? Und ich habe angenommen, ich war damals aus der Politik, aus der aktiven Politik schon raus, da hätte doch in der Zwischenzeit etwas geschehen müssen, um dieses Gelände dauerhaft zu sichern. Und deswegen bin ich außerordentlich verärgert darüber, dass der Kampf nun weitergehen muss. Ich frage deshalb hier die beiden Herren aus dem Bezirksamt. Sie waren ja zu der Zeit, 2008, als dieses Gelände verkauft wurde, beide Stadträte, der eine Baustadtrat, also der maßgebliche, und der andere, ich glaube, für Ordnungsangelegenheiten oder so, ist ja auch egal. Nicht? Was haben Sie denn in der Zwischenzeit getan, damit dieses Gelände, in Kenntnis des Umstandes, dass es ja weiterhin bedroht war, damit dieses Gelände gesichert werden kann? Und meine weitere Frage, wann haben Sie denn von der Absicht der Post erfahren, dass das Gelände verkauft wird und haben Sie sich im Bezirksamt darüber Gedanken gemacht, eventuell selbst als Käufer einzuspringen? Das würde mich schon richtig interessieren. Meine Damen und Herren, 2004 schien die Sonne. Jetzt sind die Wolken sehr tief über Anhausen. Ich sehe die Bedrohung. Aber ich könnte mir wünschen, dass diese Wolken wieder verschwinden und dass ich dann weiterhin als Besucher und Anwohner der Kleingartenkolonie mich weiterhin dort bewegen kann. Ja, vielen Dank für den historischen, interessanten Abriss und ich übergebe jetzt an Herrn Gröner, damit er darauf antworten kann. Lieber Herr Kollege Kleist, in der Tat, ich war damals der zuständige Baustadtrat. Ich kann Ihnen heute nicht mehr ganz genau sagen, mit welchem Datum wir erfahren haben, wann die Post verkaufen will. Ich kann Ihnen aber noch sehr gut sagen, dass die Post im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zur Sicherung der Kleingärten damals uns darauf hingewiesen hat, dass sie der Festsetzung widersprechen wird, weil sie davon ausgeht, dass es Bauland ist. Das muss ungefähr 2006 gewesen sein. Wir haben dann, das kann man ja in den Akten sogar alles zeitlich ganz genau nachvollziehen, ich habe sie leider nicht mehr, aber es hat ja einen Einsichtsantrag gegeben. Wir haben dann die Post eingeladen zu einem Gespräch. Wir haben dazu geholt den Bezirksverband der Kleingärtner Wilmersdorf. Harry Wuttke war damals der Verantwortliche. Die Post hat angeboten, das Gelände an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner zu verkaufen. Zu einem Preis, der vergleichbar war dem Gelände in Ruhwald. Auch dort gehörten zwei Kolonien, Gott sei Dank nur zwei Kolonien der Post. Die Kleingärtner dort in Ruhwald haben gekauft. Harry Wuttke hat das damals kategorisch abgelehnt. Er hat gesagt, das kann nicht sein, dass Kleingärtner ihr eigenes Gelände kaufen müssen. Ich fordere von der Politik, sichert uns. Ich habe ihn damals fast angefleht zu kaufen. Als er es abgelehnt hat, habe ich dieses Schreiben an Senator Sarrazin rausgeschickt, was der Kollege Schulte vorhin auch bereits zitiert hat. Ich habe damals Herrn Sarrazin mitgeteilt, die Kleingärtner kaufen nicht. Die Post wäre aber bereit, an den Bezirk zu verkaufen und wir würden gerne das Grundstück fürs Land Berlin erwerben. Weil wir damals natürlich auch die Gefahr durchaus gesehen haben, dass aus dem alten Baunutzungsplan heraus es Baulandsqualität haben könnte. Sarrazin hat damals uns das Geld nicht zur Verfügung gestellt und wir haben damals von unter 1 Million Euro gesprochen. Das heißt, wir hätten alles erledigen können, wenn entweder Harry Wuttke gekauft hätte oder Sarrazin uns das Geld gegeben hat.
würden wir heute alle hier nicht sitzen und die Sonne würde über Hühnhausen ewiglich scheinen. So, ist beides nicht passiert und daraufhin hat die Post mit uns die Gespräche abgebrochen und hat ohne uns zu unterrichten in diesem Bausch- und Bogenpaket mit 1200 anderen Grundstücken zusammen an den Käufer verkauft. Und der Käufer hat damals das Grundstück zu einem noch günstigeren Preis erworben, als es uns angeboten war. Und deshalb meine ich auch immer, der kann nicht guten Glaubens davon ausgegangen sein, hier Bauland im Wert von 25 Millionen Euro zu erwerben, wenn er dafür gerade mal 6 Euro Ja, bitte, Dusche. Ich wollte noch mal fragen, es wird hier immer von den Entschädigungsrisiken gesprochen. Wie sieht es dann eigentlich aus, wie das Plenum das sieht, mit den Vernichtungsrisiken, wenn diese Kolonie wegfällt? Sie kennen das Baugesetz rauf und runter, aber Sie haben auch eine Verantwortung und Sie wissen alle um den Klimawandel. Im Fernsehen laufen auch Untersuchungen von der HU, gerade in innerstädtischen Bereichen, durch die generelle Erwärmung, wie wichtig es ist, Kaltluftentstehungsgebiete zu erhalten. Da erwarte ich immer noch eine Antwort. Ich habe diese Frage des Öfteren gestellt, zum damaligen Zeitpunkt, als es um Entschädigungszahlung geht. Auf der einen Schale ist eben die eventuelle Entschädigungszahlung, auf der anderen Seite die Wertigkeit dieses zu beabsichtigende Vernichtung des Areals in seiner Grünfläche, in seiner Kaltentstehungsgebiet, in dem für die ganzen Bürger, für die jetzigen Bürger und für die Zukunft. Und ich frage mich, warum nicht schon längst von unserem Bezirk, das habe ich Ihnen schon mal gesagt, Herr Schulte, dort in der Bundesregierung vorgesprochen wird und gesagt, es liegt im Gesamtinteresse dieses Bezirkes, dass das erhalten bleibt, so wie es vorher auch war. Und wenn Sie mit dieser Überzeugung natürlich dort nicht antanzen, wird man Ihnen das nicht ohne weiteres geben. Ich denke, Sie sollten vielleicht auch diesen Aspekt, nicht immer nur Baugesetze, sondern Sie haben auch eine moralische Verantwortung uns als jetzige Bevölkerung gegenüber und auch der kommenden Generation. Wo wird dieses Vernichtungsrisiko korrekt bemessen, angemessen bewertet? So, das möchte ich fragen. Und dann darauf antworten. Gut, dann bitte. Ja, guten Abend. Hallo. Sie können natürlich sicher sein, dass uns das Klimathema, das Umweltthema, das ökologische Thema ganz zentral wichtig ist. Die Kaltschleife ist wichtig. Ja? So, auch Biodiversität ist wichtig. Nur in diesem Punkt muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, da ist die Debatte hier schon richtig, diese ganze blöde baurechtliche Debatte, weil es ist genauso wahr, also Sie haben jetzt was Wahres gesagt, genauso wahr ist, dass jeden Tag trotzdem 10 Tierarten vom Planeten verschwinden. Oh. Jeden Tag. Ja, so. Und so viel Pflanzen. Jeden Tag. So. Und wir versuchen, da die Gesetze zu ändern, dass das so nicht mehr passiert. Aber solange es eben in keinen Gesetzen und so weiter verabschiedet ist, ist das Unrecht einfach ein Unrecht, was jeden Tag passieren darf. So, und deswegen muss ich in dem Fall tatsächlich mal einen Schulden in Schutz nehmen, da kann er sich noch so stark aufblasen, da wird jeder Beamter und jeder Landespolitiker oder Bundespolitiker sagen, hast du irgendeinen Anker, also irgendeinen Paragraphen, den du da ziehen kannst, wenn du nichts ziehen kannst, dann geh nach Hause. So. Deswegen müssen wir die Gesetze ändern und deswegen muss man zum Beispiel am 22. September zur Wahl gehen. Aber bei dieser Frage hier, gut, so einfach ist manchmal an diesem Punkt dann doch tatsächlich die Welt. Ich bin keine Baujuristin, aber ich habe in den letzten Monaten, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, festgestellt, dass eben in der Tat das Baurecht für Kleingärtner viel, viel besser ist, als Otto Normal eigentlich denkt. Ich war eben überrascht, die ganzen Unterlagen, die jetzt teilweise jetzt auch zitiert worden sind, was in den Tiefen des Bezirksamtes offenbar teilweise noch schlummert an verschiedenen Papieren. Und deswegen fände ich es gut, dass man sich nochmal alle zusammensetzt, dass es zum Beispiel eine Sonderausschusssitzung
des entsprechenden Stadtplanungsausschusses gibt, wo man, ne, wo nicht einzelne Abgeordnete Akteneinsicht einfordern müssen, sondern wo man sich nochmal gemeinsam über alle Akten beugen kann, um das dann nochmal gemeinsam zu bewerten. Mein Eindruck ist, ganz anders als in der normalen Finanz- oder Wirtschaftsrealität, ist das deutsche Baurecht besser, als man denkt. Ja, und deswegen glaube ich, kann man da doch einiges machen und dann kommt man eben auch zu diesem Punkt. Wir haben das natürlich auch geprüft, inwieweit Frau Janssen zum Beispiel noch irgendwelche Möglichkeiten hat. So, und haben tatsächlich leider an dieser Strecke wenig gefunden, weil das Umweltrecht eben noch nicht so gut ist, wie es eigentlich sein müsste. Also Frau Paus, die Leute sollen also zur Wahl gehen. Ihre Partei wählen eine Kinderschänderpartei. Was soll das denn jetzt? Was soll denn dieser schwache Vorwurf? Wir müssen sehr gut diese Unterlassen. Und wer näher an der höchsten... Nein. Jetzt ist es gut. Wir haben unser Hausrecht und ich werde nicht zuhören, davon Gebrauch zu machen. Das heißt, noch so eine Bemerkung und ich verweise dich des Saals. Und ich werde das die Gegenzeit auch so. Ja, vielen Dank. Ich denke, ich halte den Vorschlag und die Anregung für sehr wichtig, die Frau Paus gerade gemacht hat, dass man nochmal versucht, sich zusammenzusetzen, nochmal versucht, eben das alles abzuklopfen auf sein Gehalt hin, um zu sehen, ob sich nicht doch noch rechtlich andere Möglichkeiten auftun. Und ich hoffe doch, dass die hier am Tisch sitzenden, dass, sofern sie überhaupt in der Position dazu sind, natürlich das aufgreifen. Jetzt bitte weiter mit Ihnen. Ich habe keinen kleinen Garten, aber ich bin einfach an Politik interessiert und was ich wissen wollte, ist zum Teil beantwortet, an wen ist das eigentlich verkauft worden und wann, ist nicht mehr ganz so wichtig, aber ich bin also sehr erfreut darüber, dass ich feststelle, dass auch Politiker anscheinend ihre Meinung ändern können. Und da dieses Gelände ja irgendwann verkauft wurde, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, ob das damals schon als Bebauung ausgewiesen war oder nicht, müsste doch zum einen die Möglichkeit bestehen, das Ding zurückzukaufen. Dann wäre das Ganze meiner Meinung nach vom Tisch. Zum Zweiten gibt es da noch einen Punkt, dass, so viel ich weiß, also ich bin eigentlich dafür, dass jeder mit seinem Eigentum machen kann, was er will. Aber es gibt da einen Punkt, wenn ich mich nicht irre, Allgemeinwohl vor Einzelwohl. Und unter der Bebauung würden sehr viele leiden. Rentner, die da spazieren gehen, Mütter mit ihren Kindern, Tiere, da sind wir bei Ihrem Punkt. Aber was noch nicht erwähnt wurde, außer der grünen Lunge, eine Bebauung in diesem Umfang würde den Grundwasserspiegel ansteigen lassen in einem bestimmten Gebiet. Das heißt, sämtliche Häuser drumherum würden einen feuchten Keller bekommen. Wer bezahlt eigentlich dafür? Wer entschädigt diese Leute? Ja. Nur mal so nebenbei. Das war's erstmal. Danke. Natürlich kann man das Gelände zurückkaufen. Man muss nur Norbert dementsprechend für bieten, nämlich ich denke mal so ca. 50 Millionen Euro. Dann kann man wahrscheinlich mit denen verhandeln. Okay. Also. Ne? Herr Schlosser? Oh, Entschuldigung, dann tut mir leid. Ich habe auch ein Zeichen aus dem Publikum bekommen, es aber leider nicht richtig deuten können. Kein Problem, was Lisa Paus gesagt hat, dass wir als Bezirksverordner uns da nochmal intensiv mit reinhängen sollen. Das ist angeleiert. Es gab im Stadtentwicklungsausschuss den Antrag, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird. Ursprünglich wollten wir einen Unterausschuss, aber das wurde dann abgelehnt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die SPD-Fraktion meines Wissens bislang nicht gemeldet hat, wer da mitarbeiten soll. Ich werde dann auch Experten einladen zu einer Anhörung und so, ne? Noch den Arbeit. Ja, ich bin kein Kleingärtner und ich wohne auch nicht hier in der Nähe. Aber ich war 20 Jahre Stadtplaner dieser Verwaltung und arbeite seit 15 Jahren für Investoren, wenn es darum geht, Interessen gegen die Verwaltung durchzusetzen. Also insofern kann ich von beiden Seiten meinen Senf dazugeben. Und als Stadtplaner würde ich erstmal feststellen, dass ich mit Sicherheit davon ausgehe, dass die lieben Kollegen damals das Risiko so bewertet hat,
haben wir, Herr Gröler, das so andeutete, nämlich zu sagen, okay, was haben die bezahlt? 690.000. Das ist ein Grundstück, das zwar Baurechtsqualität hat, aber nicht ausgeübte Nutzung, bedeutet nämlich auch im Hinblick auf Entschädigungsfragen einen ganz kleinen Unterschied. Und dass sozusagen damals gesagt worden ist, das ist es, was da rauskommt und das gehen wir ein, das Risiko. So. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich denke, ich bin hier in einer Sachbearbeitersitzung im Bezirksamt. So etwas habe ich hier erlebt und ich finde es einfach zu kollen. Weil hier geht es nicht darum, sozusagen Sachbearbeiterfunktionen auszutauschen. Wer hat hier noch ein bisschen Recht, wer kann hier noch ein bisschen was sagen? Was haben Sie alle nicht? Sage ich einfach mal so. Ne? Und deshalb finde ich, wäre es doch mal sinnvoll, mal über die politische Dimension nachzudenken und dazu mal ein paar Äußerungen zu finden. Weil das, was Sie hier vermitteln, ist für den Investor, der hier sitzt, der klopft sich auf die Schenkel, weil er eigentlich nachgewiesen bekommt, Kinder, macht mal, ihr geht doch nicht mehr. Das läuft ja nicht nur hier so, das ist ja ein Prozess, der durch die ganze Stadt läuft. Und was hier als Botschaft rauskommt, ist doch ganz einfach, dass man sagt, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, das kostet euch ja nichts. Da frage ich Sie doch mal, Herr Stadtrat und Herr Gröler, weil alle diese Maßnahmen, diese 800 Wohnungen oder wie viele es sind, fordern einen ganzen Strauß an Infrastrukturmaßnahmen. Ich habe es mal so kurz überschlagen, so können wir euch glauben. Das sind ungefähr 10 Millionen Euro, die jetzt mal für die wichtigsten Sachen, Kita, Grundschulanteil, Freizeitheim und sowas auf die Tagesordnung kommen. So, das macht in der Fläche ungefähr 3 Hektar aus. Da haben wir jetzt keine Sportflächen drin und sonstigen Krimskrams. Ne? Also relativiert sich sozusagen die Forderung 100% Bebauung ohnehin schon an dieser Frage. So, und wenn ich sage, Schaden. Sie haben eben selber den Schadensansatz sozusagen auf 10 Millionen vielleicht relativiert, wenn man sich dann einigen würde, wobei ich diese Zahl sowieso nicht realistisch halte. Aber wenn es denn so wäre, wer zahlt denn die 10 Millionen für diese ganze Infrastruktur? Es gibt nirgendwo in Berlin einen Ansatz sozusagen, die Investoren für diese Kosten heranzuziehen, obwohl es seit 1995 Kleinkram war. Ne? Habe ich noch in Hamburg-Würden selber gemacht. Sind hier solche Verträge sozusagen, 300 Wohnungen, 100 Kita-Plätze, dutzendweise habe ich noch drum liegen. Ne? Also insofern sage ich mal, da ist sich eigentlich der Hund begraben, dass man so tut, als wäre alles andere, was das Baugesetzbuch fordert, gar nicht mehr Existenz. Gucken Sie in § 1 rein, Sie haben für Freifläche zu sorgen. Ne? Alleine der öffentliche Anspruch, das sind 13 Quadratmeter pro Einwohner. Und jetzt gucken Sie mal, wie die Versorgung das Gebiet ist. Ne? Da werden Sie feststellen, die ganzen Kolonieflächen würden nicht ausreichen, um überhaupt den Anspruch, den das Gesetz eigentlich vorgibt für sein Baugebiet, auszufüllen. Und da kommen wir eigentlich auf das Thema, und da merke ich einfach, Politik findet da gar nicht statt. Wir machen jede kleine Ecke zu. An jeder Ecke wird jede Ecke bebaut. Und Klimaschutz und all dieser ganze Zirkus, dieses Stadtkonzept 2030, da bin ich kräftig am Wirken, weil sozusagen alles von vornherein schon überflüssig ist. Weil an jeder Ecke das konterkariert wird. Und es geht mir eben nicht nur hier um die Ecke, sondern es geht auch um eine andere Ecke und vor meiner eigenen Haustür auch. Und überall sehe ich, dass alle diese großen Sprüche, dieser ganze Blabla, an jeder Ecke niedergemacht wird. Stadtplanung ist das nicht, das ist Baurecht nach Gutsherrenart und das ist eigentlich das Problem. Ja, wir sind in einer Situation, wo es im Moment tatsächlich baurecht nach Gutsherrenart geht, weil nämlich der Kompromiss, der ausgearbeitet worden ist, der tatsächlich diese Stadtplanungsfragen diskutiert hat, abgelehnt worden ist. Und dieser, ja, das wurde gerade gefordert, weil nämlich diese Elemente, die gerade leidenschaftlich gefordert sind, die waren nämlich Bestandteil des Kompromisses. Da waren das. Ja, Sie haben das mit der Kita gefordert. Die Kita war natürlich selbstverständlich durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Es waren auch tatsächlich die ganzen Verfahrensschritte, alle Gutachten, was im Bereich Umwelt und so weiter, all das war auch besprochen. Das ist ja auch der Vorteil eines Bebauungsplanverfahrens, dass man solche Dinge dann auch diskutieren kann, dass man auch tatsächlich als BVV dann auch festlegen kann, wie Bürgerbeteiligung aussieht, wie tatsächlich diese Umweltbelange berücksichtigt werden können. All das war tatsächlich vorgesehen. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo gesagt wird, die BVV hat ja nicht gesagt, wir wollen was anderes, sondern sie hat gesagt, der Kompromiss, der ausgehandelt wird, ist doof, den wollen wir nicht, den haben wir abgelehnt. Und damit sind wir in der Situation, die Sie beschrieben haben, und völlig zu Recht, das ist jetzt tatsächlich Baurecht nach Gutsherrenart, weil jetzt werden die Sachen nämlich vor Gericht entschieden. Und das finde ich wirklich eine ganz furchtbare Situation, die ich in aller Folge nicht gut finde. Und deswegen habe ich natürlich auch für einen Kompromiss
gekämpft. Und die Frage ist tatsächlich, wie man einen Kompromiss dann hätte auch ausgestalten können. Das ist ja ein Prozess. Wir haben ja auch stattgefunden. Wir haben natürlich haben die stattgefunden. Dafür gab es eine Mehrheit im Januar und im Mai 2013. Und insofern gab es natürlich eine Mehrheit für diesen Weg. Und dieser Weg wäre noch spannend und beschwerlich gewesen. Aber er hätte natürlich auch heftige Auseinandersetzungen, auch städtebauliche Auseinandersetzungen mit dem Investor geführt. Und da wären wir auch harte Verhandlungsführer gewesen. Und ich sage. Ja, ich finde es schon mal ganz spannend. Es wird hier gefordert. Ich finde es so spannend, dass Sie jetzt lachen, weil Sie fordern alle, dass wir das Gelände zurückkaufen sollen. Bestandteil des Kompromisses wäre gewesen, dass wir 50% der Fläche bekommen hätten. Wir hätten 50% der Fläche parallel sofort als Dauerkleingarten festgesetzt. Und zwar mit wirklich ganz klarer Sicherheit, dass dann diese 50% gesichert sind. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Und es wäre dann nicht im Besitz von Lora geblieben, sondern es wäre im Landesbesitz tatsächlich geblieben und wäre dann auch als Kleingartenfläche gesichert gewesen. Und dann haben einige gesagt, 50% ist nicht genug und sagen, wir machen volles Risiko, hat der Mahnke auch in der BVV gesagt, wir machen jetzt die Strategie alles oder nichts. Ich will zu Frau Schulze, nochmal sagen, weil sie das jetzt ja zum zweiten Mal einfordert, eine Antwort. Ich bin bei, wo ist sie denn? Ich sehe sie jetzt gar nicht. Und dann warte ich mal nicht, dass sie das Gefühl hat, ich antworte wieder nicht auf ihre Frage. Weil es ist für mich auch dieses mit den Waagschalen, das hat sie völlig richtig beschrieben. Natürlich ist eine Bebauung und auch in der Frage mit dieser Kleingartenkolonie auch für mich politisch eine Sache, wo die Waagschale wirklich nach unten geht und nicht zugunsten dieses Projektes. Das Problem, was aber tatsächlich der Fall ist, und das hat Frau Paus richtig beschrieben, das Baugesetzbuch auf der Bundesebene sieht das nicht vor. Da geht die Waagschale zugunsten von Wohnungsbau, zugunsten von anderen, weil damit der Wert eines Grundstückes steigt. Und jetzt müsste man tatsächlich auf Bundesebene Regelungen treffen. Regelungen treffen, die zum Beispiel sagen, wenn eine Gemeinde Flächen versiegelt, dann führt das tatsächlich zu einer Sache, wo man dann auch vielleicht nur eine bestimmte Fläche in einem bestimmten Zeitraum versiegeln darf, wo man bestimmte Vorgaben auch macht und wo man die ökologische Qualität und die ökologische Gewichtung auch berücksichtigt. Das sieht aber das Baugesetzbuch nicht vor, weil nämlich dort eine ganz andere Mentalität vorherrscht. Und da ja jede Anmerkung auf die Bundestagswahl gleich mit kritischen Bemerkungen versehen wird hier im Saal, aber man muss das auch mal überlegen, nur dass Sie sich dann vielleicht die Fragen mal beantworten. Wer macht denn Bundesgesetzgebung und wer macht denn tatsächlich diese investorenfreundlichen Gesetze? Und da will ich diese Frage an Sie selber beantworten, dass diese investorenfreundlichen Gesetze natürlich geändert werden müssen, damit wir dann tatsächlich auch den Handlungsspielraum haben, damit wir solche Dinge auch tatsächlich machen können. Also ich glaube, niemand hat hier das Interesse daran, dass man es immer bundespolitisch von dem einen zum anderen schiebt. Sie tun so, Herr Schulte, als ob Sie die letzten 20 Jahre in diesem Land überhaupt nie irgendetwas zu sagen gehabt hätten. So, und das bringt uns aber auch nicht weiter. Ich glaube, wir haben einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung. Was stand denn drin? Da wurde um eine Kita sich gekümmert, die sollte 60 Plätze haben. Die Frage nach der Auswirkung auf die Schulplätze hat Frau Jansen gesagt, macht nichts. Verkehrsgutachten brauchten wir auch nicht, weil weiß ich nicht, wie laufen alle. So. Also, doch, Herr Schulte, es stimmt, wir haben nicht drüber geredet und immer wenn es angesprochen wurde, hieß es, nein, das steht alles nicht auf der Tagesordnung, ist alles nicht nötig. Aber ich gebe dem Herrn doch recht, es ist eine politische Aussage. Und die politische Aussage ist schlicht und ergreifend. Alle Parteien, die hier vertreten sind, haben gesagt, sie möchten Oeynhausen retten, egal ob im Land oder im Bezirk. Und das habe ich neulich schon mal gesagt, da nehme ich meine eigene Partei auch überhaupt nicht aus. Dafür wünsche ich mir, dass der Bezirk gemeinsam kämpft, dass das dann auch eingehalten wird. Das ist das, was wir nämlich tun können und das ist die politische Aussage. Und da müssen wir das Land in die Pflicht nehmen, zu seinem Wort zu stehen. Das geht aber nur, wenn wir auch selbst dazu stehen. Dankeschön, Frau Schulz. Sie wissen wahrscheinlich selbst, die Frage des sozusagen Kaltluftentstehungsgebietes ist im Landschaftsprogramm des Landes Berlin auch eine Planungsgrundlage überörtlich.
festgelegt. Oenhausen ist im dringenden Gesamtinteresse Berlins zu sichern, nicht nur als Grünfläche nach FNP, sondern nach Landschaftsschutzprogramm, genau wegen dieser Funktion, Kaltluftentstehungsgebiet, Frischluftschneise für die Innenstadt. Also auch hier gehen wir sozusagen mit dem, was wir hier tun, an landesrechtlichen Vorgaben und auch Landesplanungen vorbei. Bei dem Thema Baupolitik nach Gutsherrenart und investorenfreundlichen Gesetzen gehen wir jetzt sehr gut hoch. Vier Grüne waren Ende Mai bei Klaus Groth zu Gast. Wir hatten um diesen Termin nachgesucht. Sie wissen, das ist der Investor, der hier bauen möchte. Seit 35 Jahren in Berlin, wohlbekannt im Baugeschäft. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, dass wir sein Begehren, hier diese Investorenplanung für Oenhausen durchzuziehen mit dem Bau, mit dem beschleunigten Verfahren nach § 13a, kritisch sehen. Das war unser Anlass. Bei der Gelegenheit war Herr Groth in Plauderlaune. Und er hat uns ganz frank und frei erzählt, dass er sich natürlich im Vorfeld politisch abgesichert habe, beim Senat von Berlin, um nicht politisch, wie er sagte, ich zitiere ihn, ins Feuer zu geraten. Und auf Nachfrage, bei wem er sich denn genau abgesichert habe, bei Herrn Nussbaum und Herrn Müller. So viel zu Politik nach Baupolitik, nach Konzernart und investorenfreundlicher Baugesetzgebung. Das ist die Politik, die fordert zu Recht sozusagen eine politische Diskussion. Das ist ein Beitrag, das sind Termine, die wir wahrnehmen in Ausübung unseres Amtes. Und das sind die Informationen, die wir dann bekommen. Ich möchte Ihnen das nur einfach weitergeben. Herr Vollmann, aber bitte wirklich nur einen Satz, weil der Herr Notwarte wirklich schon selber macht. Vielleicht werden es zwei, aber mehr sicherlich nicht. Erstens, Herr Schulte, Baurecht nach Gutsherrenart. Ganz sicher nicht. Es sind auch nicht Gerichte, die entscheiden. Entscheiden müssen Sie. Sie entscheiden. Und wenn Sie Ihre Entscheidung rechtlich, vernünftig und gut begründen, mit den Argumenten, die auf dem Tisch liegen, dann wird ein Gericht kommen und diese Entscheidung überprüfen und das Gericht wird feststellen, dass diese Entscheidung in Ordnung ist. So läuft der Hase. Nicht umgekehrt. Nicht die Gerichte entscheiden. Was man alles schon im Vorfeld, übrigens erkennt man das jedenfalls nicht so einfach aus den Akten, aber was man alles schon im Vorfeld angeblich im Zusammenhang mit diesem 50%-Kompromiss alles berücksichtigen kann. Ich darf mal daran erinnern, und wenn ich das im Übrigen richtig in Erinnerung habe, war das einer der Gründe, warum die Grünen sich bei der Entscheidung über den Einwohnerantrag der Stimme enthalten haben und dem ursprünglichen Kompromiss nicht mehr zugestimmt haben. Ich darf daran erinnern, jedenfalls ergibt sich das so aus den Akten, dass sie ein Verfahren nach einem nur Insidern sicherlich bekannten, aber hier zu erwähnende § 13a Baugesetz mit wollen. Ein Verfahren, das ein beschleunigtes Verfahren ist und das sich zum Beispiel dadurch auszeichnet, dass eben kein Umweltbericht und keine Umweltprüfung notwendig ist und keine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit. Das heißt also, das sollte auch alles noch im Schnellverfahren durchgezogen werden. Mein allerletzter Punkt, Herr Schulte, 30 Jahre lang wurde versprochen, dass Oenhausen dauerhaft gesichert werden soll. Sie sagen jetzt, wenn wir 50% bebauen, dann sichern wir den Rest. Wer soll Ihnen das eigentlich glauben? Ja. Ich weiß nicht. Herr Schulte möchte jetzt was sagen. Ich verstehe das, aber ich möchte das nicht unterbrechen, weil sonst haben wir nur noch ein Duell hier praktisch und einen Austausch gleicher Punkte. Mit 10 Minuten ist Schluss hier. Genau, und deshalb möchte ich gerne noch den Herrn nach vorne zu Wort kommen lassen. Kann man mich verstehen? Vielen Dank. Ich habe einen Kleingarten auch in Oenhausen seit über 20 Jahren und möchte Herrn Schulte nochmal ansprechen. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie an Herrn Senator Nussbaum geschrieben haben und Sie haben eine Absage bekommen. Nur ist aber meiner Meinung nach nicht wichtig, was Herr Senator Nussbaum sagt, sondern wichtig ist, wie die Bevölkerung denkt. Und ich habe gestern in der Morgenpost gelesen, dass Berliner wollen Grünflächen nicht für neue Wohnungen opfern. Trotz schwieriger Mietsituation sind 2/3 gegen Bauprojekte im Stadtzentrum. Das sagt die Bevölkerung. Und ich bin der Meinung, dass man hat ja vorher versucht, Mietersuchende gegen Kleingärtner auszuspiegeln. Und mich hat dieser Artikel, diese Überschrift hat mich also begeistert, dass die Bevölkerung ganz anders denkt, als Sie jetzt denken. Ja. Ja, vielen Dank. Wir sehen schon, dass wir noch die nächsten zwei Publikumsfragen. Ja,
guten Tag, ich bin kein Jurist und ich habe jetzt heute Abend begriffen, dass es unterschiedliche juristische Meinungen darüber geben kann, was hier für Sachverhalte vorliegen. Was ich aber überhaupt nicht begriffen habe, und das ist eine Frage an Herrn Schulte und Frau Schmidt-Schmelz, welche Position hat die SPD politisch zu den Fragen, die auf dem Tisch liegen? Für was für eine Politik stehen Sie und für was für Forderungen kämpfen Sie? Sowohl landespolitisch als auch bezogen hier auf die Belange im Bezirk. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht damit zu sagen, Ihr Politikansatz sei der Kompromiss gewesen. Weil in diesem Kompromiss der 50% Bebauung, da mogeln Sie sich rum um die Frage, ob Sie Investoren gestatten wollen, Wohnungen für 4.000 Euro den Quadratmeter hier zu bauen. Sie mogeln sich rum um die Frage, ob Sie Umweltverträglichkeitsprüfungen und Verfahrensfragen von Bürgern vorlassen wollen, wie auch immer. Sie mogeln sich rum um die Frage, ob sie die ökologischen Belange, die im Zusammenhang mit der Fläche ja nun Land auf Land abdiskutiert werden, ob die für Sie wichtig sind und für Sie nicht wichtig sind. Es ist nicht richtig, Herr Schulte, politisch gedacht, wenn man politisch denken kann. Es ist nicht richtig, Herr Schulte, dass wir nach einem Bürgerentscheid und nach einem Bürgerbegehren wieder am Punkt Null stünden, sondern diese Leute, die dann hier Mehrheiten organisiert hätten, die hätten auch im Land Berlin ein Gewicht, um gegen den Finanzsenator, um gegen die Finanzverwaltung, um den gesamten Senat zu diskutieren, wer zum Schluss möglicherweise Entschädigungszahlen zu übernehmen hat. Aber ich sehe überhaupt keinen Ansatz bei Ihnen beiden, in irgendeiner Form einen politischen Standpunkt zu entwickeln zu der Frage, was wollen Sie als Partei hier? Das ist eine wichtige Frage, weil Sie sind mal gewählt worden auf diese Position. Sie sind nicht der Chef der Rechtsabteilung hier von Wilmersdorf, ja, sondern Sie sind ein Wahlbeamter. Seitdem ich denken kann, habe ich unterschiedlich gewählt, aber meine Erststimme hat immer jede Partei bekommen aus pragmatischen Überlegungen, weil ich dachte immer noch, die besser als die anderen. Dieses Jahr zum ersten Mal. Ja, Sie lassen sich zu Hause sitzen, mit dieser Art und Weise sich nicht politisch zu einer Frage zu verhalten. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Ulf Frank Arlt, Wächter in der Kolonie Mühlhausen. Und ich habe noch in Erinnerung, wie der Herr Gröler 2009 ganz euphorisch verkündete. Und dieser Artikel ist mir jetzt auch von der Berliner Zeitung wieder in die Finger gekommen, dass also die Kolonie Mühlhausen gesichert ist. Und das wäre ja damals also alles in trockenen Tüchern gewesen. Und da spielte auch die Böschung eine gewisse Rolle. Und Sie hatten da auch ganz euphorisch und freudig verkündet, dass die Böschung im Besitze des Bezirkes wäre und über diese Böschung eine Erschließung stattfinden könnte. Aber da die Böschung ja in Ihrem Besitz war, würde eine Erschließung darüber nicht möglich sein. Und wenn man mal das Baurecht zitiert und sagt, also ohne Erschließung kein Baurecht und umgekehrt auch, dann frage ich heute, was hat die Böschung noch für eine Bewandtnis? Gilt das heute noch? Dann hätte ja also der Investor noch eine Hürde zu überwinden und das würde dem Bezirk das erleichtern, hier vielleicht einen Riegel vorzuschieben. Also zur heutigen Böschung müsste wahrscheinlich eher der Kollege Schulte was sagen, weil wir jetzt natürlich die aktuellen Akten fehlen, aber ich sage Ihnen, warum ich damals so euphorisch war, weil wir damals einem Rechtsgutachten, leider wieder mal juristisch, von einer Kanzlei uns hatten erstellen lassen und wir haben es ja damals auch öffentlich der Bezirksversammlung und auch dem Bezirksrat der Kleingärtner vorgestellt, was unsere Rechtsposition damals sehr, sehr sicherte und wir auf diesem Weg dann den Bebauungsplan zur Sicherung der Kleingärten fortgesetzt haben, bis wir das erste Mal durch ein Gegengutachten des Investors erschüttert wurden, wo uns leider klar wurde, dass unser erster Gutachter leider eine ganz kleine obergerichtliche Entscheidung übersehen hatte. Und das war der Grund, weshalb ich dann damals gesagt habe, jetzt reicht es mir, ich habe zwei widerstreitende Gutachten. Wir beauftragen jetzt jemanden, der
in keinster Form ein Interesse haben kann, für die eine oder andere Seite zu sein, nämlich den früheren Präsidenten des Landesverfassungsgerichts, Professor Finkelburg. Und der hat uns dann das dritte Gutachten gemacht. Aber meine erste Euphorie, und ich kann mich an die noch gut erinnern, weil sie uns natürlich eine ganz andere Position gegenüber Lorak oder Longstar damals in Aussicht stellte. Meine erste Euphorie basierte auf einem Gutachten, was leider handwerklich nicht komplett gut gemacht war. Kann der Kollege Schulte noch was zur aktuellen Böschung sagen? Also es war ja die Frage nach der Position der SPD und wie sieht die Position aus? Und dann war die Antwort sozusagen schon vorgegeben, was man nicht sagen darf. Das war ja dann auch ganz interessant. Also für mich war, als ich dieses Amt übernommen habe, habe ich dafür versucht, einen Weg zu finden, wie man 100% der Fläche sichern kann. Das habe ich dargestellt, das war auch meine Position, das ist auch die Position der SPD. Das ist daran gescheitert, weil es eben damals zu dem Zeitpunkt auch nicht die Unterstützung gegeben hat, weder vom Finanzsenator, noch, ich habe es vorhin auch gesagt, auch nicht von der Landesebene, Landeskleingartenbeirat und anderen Ebenen. Das muss man einfach sehen. Wir hatten die Situation, dass wir dann gesagt haben, was kriegt man hin? Und dann habe ich verhandelt und versucht, einen Kompromiss zu machen, den ich gut fand, den die Mehrheit der BVV nicht gut fand. Das muss ich auch akzeptieren. Und ich fand den Kompromiss, 50% der Fläche als Kleingartenfläche zu sichern, das wäre 150 Parzellen, fand ich sinnvoll, weil die tatsächlich dann parallel sofort aus Dauerkleingartenfläche gesichert worden wäre. Insofern ist das für mich der Punkt, der auch tatsächlich ist, und insofern ist für mich der Kompromiss tatsächlich die Lösung. Und ich will nochmal sagen, weil mit diesem Paragraph 13a, die Entscheidung, und das habe ich auch in der ganzen Diskussion nicht verstanden, die Entscheidung darüber, wie so ein Verfahren ausgestaltet wird, und das ist dann wieder eine politische Entscheidung zum Stadtplaner, keine juristische Entscheidung, das ist doch eine Frage, die BVV und bestimmt, die BVV hätte natürlich auch sagen können, dass in § 13a die Form der Bürgerbeteiligung so auszusehen hat, dass die Umweltprüfung das und das passiert ist. Das hätte man alles einbauen können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Insofern ist das keine juristische Fragestellung gewesen, sondern eine wirkliche politische Frage. Und das hätte man alles machen können. Insofern wäre das tatsächlich alles möglich gewesen und das war auch Bestandteil des Kompromisses. Und wir hätten, und Sie haben davor gelacht, wir hätten jetzt auch gesagt, wir hätten da noch eine Menge raushandeln können. Zu der Böschung kann ich im Moment nicht sagen, weil diese Frage der Böschung anscheinend früher schon mal abgeklärt worden ist. Ich werde Ihnen nochmal nachdenken. Aber ich kenne diese Frage der Böschung nicht, aber ich werde Ihnen nochmal nachdenken. So, und jetzt konkret, weil es auch noch die Frage ist, weil es nochmal ansteht. Ich muss konkret, Herr Vornemann, demnächst vielleicht entscheiden, wie ich mit dem Erschließungsangebot umgehe. Und ich habe gesagt, das ist nicht eine Entscheidung, die auf null und wert geht, und wo ich dann sage, dann entscheiden halt die Gerichte. Sie wissen, was passiert, wenn ich ein annehmbares Erschließungsangebot ablehne. Stellen Sie doch mal dar, was passiert, wenn ich ein annehmbares Erschließungsangebot ablehne. Was passiert denn dann? Das was passiert, wenn das Gericht feststellt, dass es annehmbar ist und das feststellt? Was passiert denn dann, Herr Vornemann? Das war nun leider ein Musterbeispiel dazu, wie man auf eine Frage nicht antwortet, das muss ich leider sagen. Nachdem ist das Mikrofon dann. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Eine letzte Publikumsfrage noch, wer Sie da vorne. Ja, Sie waren, der Kollege in dem dunklen Hemd war als erster da. Und das ist die letzte Frage, die wir jetzt noch mitnehmen, weil wir dann langsam zum Schluss kommen müssen. Also bitte. Nicht Sie, Ihr Herr neben Ihnen. Es ist also sehr unbefriedigend, wenn man auf eine. Ich finde das auch sehr unbefriedigend, dass Sie sich praktisch vordrängen und den Herrn, der eigentlich an der Reihe ist, nicht sprechen lassen. Weil nur noch die Frage. Nein! Geben Sie keine Antwort, sind Sie unvorbereitet in ein Gespräch gegangen, wo eventuell so eine wichtige Frage wie Böschung einfach mal geklärt werden muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich lasse hier gerade, also wirklich, es ist unglaublich, Sie haben eine politische Verantwortung für diese Stadt. Alle Parteien sagen, wir müssen mindestens so viel Quadratmeter, wo Bürger in dieser Stadt haben, von Grünfläche. Wilmersdorf, Charlottenburg hat diese Fläche überhaupt nicht. Wir sind vorletzter Bezirk in dieser Stadt mit Grünfläche.
nach meinem Wissen, die könnte ich ja gerne korrigieren, aber das habe ich so über die Zaubergespräche gehört, wir sind Vorletzter. Ja? Mir unbegreiflich, wie man dann so eine politische Aussage treffen kann, für mich unbefriedigend, als Vater von drei Kindern, dass sie mir erklären wollen, dass die Zukunft anders aussehen soll als eine Grünfläche in dieser Stadt, obwohl alle Parteien, die ich bisher gehört habe, für Grünfläche in dieser Stadt stehen. Und da muss man halt mal nicht nur den Misthaufen angreifen, nämlich den Flughafen, wo man politisch versagt hat und Milliarden ausgibt, sondern muss man einfach mal für den Bürger etwas tun. Der Bürger zahlt in dieser Stadt, der Bürger wählt sie und dann müssen sie einfach mal aufstehen und sagen, okay, ich habe ein Versprechen gegeben von 20 Jahren, ja, und dann muss ich das Versprechen mal einhalten. Und Gutsherrenart. Also, ich hasse zwar das Kriterium Politik in der Richtung, aber leider Gottes muss ich eins mal sagen, Herr Gröder, Sie haben vollkommen recht, wie ein Bürgermeister dieser Stadt vor einem entscheidenden Tag etwas sagen kann, vor vier Tagen, also vier Tage vorher, vor einer Entscheidung einer Bürgergeschichte, wo die Stadt sagen möchte, ob wir den Flughafen haben oder nicht, es ist mir vollkommen egal, was der Bürger sagt. Das ist antidemokratisch. Entschuldigung, das ist antidemokratisch und nicht demokratisch. Und das kann ich nicht verstehen. Bitte antworten Sie einfach mal auf eine Frage. Und das kann ich, also das regt mich dermaßen auf, es ist unglaublich, dass Sie über wichtige Sachen in dieser Situation nicht Bescheid wissen. Das ist ein Armutszeugnis aus meiner Sicht. Dankeschön. Und das war ja jetzt nur weniger eine Frage als sozusagen ein politisch engagiertes Statement. Nein, das war die Frage, warum man sich vorbereitet. Ich höre seit drei Sitzungen immer das Gleiche, die gleichen Leier. Lesen Sie doch mal die Akten und probieren Sie mal dann faktisch neu zu beurteilen. Und vor allen Dingen gehen Sie Ihre politische Aussage einfach mal durch und sagen, ich stehe zu meinem Wort. Das machen Sie ja 30 Jahre nicht. Ich glaube, Herr Schulte und Herr Gröder sind auch noch keine 30 Jahre im Amt. Also ist das jetzt ein wenig. Das ist Parteipolitik. Ja, ich muss auch noch mal kurz herausstellen. Gut, dann ist die abschließende Antwort von Herrn Schulte dann drauf, obwohl ich das im Moment nicht merkwürdig. Also ich kann zu der Böschung Folgendes sagen. Ich gehe davon aus, dass wenn die Böschung im öffentlichen Besitz ist, dass die Annehmbarkeit als Erschließungsangebot nicht davon sozusagen tangiert ist. Ich werde die Frage auch mal prüfen, weil sie bisher hier zum ersten Mal dieser Fragestellung aufgekommen ist. Und ich habe diese Frage in den Akten nicht als Problem gesehen. Und ich kenne diese Äußerung von Herrn Gröler, kannte ich bis heute nicht. Aber ich werde es klären. Herrn Becker und den anderen natürlich informieren, was diese Prüfung geht. Ich denke aber nicht, dass davon die Annehmbarkeit eines Erschließungsangebots abhängig ist und ein Teilbereich der Böschung im öffentlichen Besitz ist. Das war die Frage mit der Böschung. Ja, nee, die Zeit ist jetzt wirklich leider abgelaufen. Ich hatte das auch gesagt. Ich will jetzt hier auch gar nicht versuchen, da jetzt noch ein großartiges Schlusswort oder ähnliches zu reden. Wir haben gesehen, wie sehr kontrovers und gegenteilig die Meinungen sind, dass es eigentlich wenig gibt, wo es etwas Verbindendes gibt. Trotzdem möchte ich alle, die hier oben sitzen, nochmal auffordern, den Vorschlag von Frau Paus zu überdenken, sich einfach nochmal zusammenzusetzen und nochmal konstruktiv nachzudenken. Ansonsten möchte ich allen, die hier heute gekommen sind und ihre Zeit geopfert haben, sehr herzlich danken. Ich weiß, wir haben Wahlkampf, wir haben sehr viele Termine. Trotzdem sehr gut, dass Sie alle hier waren. Und natürlich auch dem Publikum. Und auch vielen Dank noch an die Technik, weil wir die Schulanlage ja leider so nicht benutzen können, aber trotzdem gut hier versorgt wurden. Ja, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend und hoffe. Achso, eins habe ich natürlich noch vergessen. Etwas ganz Wichtiges, nämlich das Bürgerbetonen läuft an, und zwar jetzt sofort. Sie können, wenn Sie rausgehen, sofort in den Listen unterschreiben. Wir haben 6 Monate Zeit, um ca. 7.500 Unterschriften zu sammeln. Das sollte möglich sein. Und je eher wir die haben, desto besser. Also bitte, wenn Sie dann rausgehen, wird Ihre Namen und so weiter eintragen.